Hallo YouTube, wir sind's wieder, die Sandra. IRL und die. Du hättest meinen Namen. Na, nochmal. Pass auf, ich sag deinen Namen, du sagst mal. Hallo YouTube, mir sind's wieder, die Sandra-IRL und. Die und wir spielen heute eventuell das Grande Finale von Dead Space 3. Dead Space 3. Perfekt, wir sind quasi Amish. Ja, wir sind einfach eins mittlerweile. Ja, wirklich. Wenn wir unsere Haarfarben mischen, sind wir rothaarig. Umschnallen, was? Chat, Sandra ist da, ich muss umschneiden. Mein Gott. Ich wollte umstellen sagen. Ach, seht ihr, wo das schon geworden ist. Junge, ich habe überhaupt nicht zugehört, was der da redet jetzt, gell? Der labert da irgendwas, okay? Wir sind da, wir warten einfach nur ein bisschen. Carver, haben Sie das gehört? Geht's euch gut? Die Maschine kann den Mond zerstören. Sie muss nur richtig konfiguriert werden. Was ist mit Danik? Es reicht nicht, Danik nur aufzuhalten. Sandra schnallt an, Doni schnallt um. Mit ihm können wir die Maschine rekonfigurieren. Aber Serrano hat den Durchgang mit Alien-Hieroglyphen versiegelt. Na, er muss Rätsel machen, oder was? Ach, ich kein Scheiß. Was ist das denn? Abspielen. Was? Was? Sind das Wahlgesänge, oder? Alien-Übersetzung. Warte, jetzt müssen wir uns konzentrieren. Warte, öffnen. Zwei Menschen fahren Snowboard, ein Mensch getauchen und einer hat einen Kopf verloren. So, zwei Menschen sind Snowboarden, einer getauchen und einer hat seinen Kopf verloren. Jetzt. Ha! Guck mal, halber Hacker! Sandra, kannst du jetzt joinen, bitte? Komm mit, joinen. Sandra, Videosequenz. Okay. Ich habe mich selbst bei dir, oder? Du hörst dich bei mir? Test? Ja, hören wir wieder. Warte, vielleicht hat er den Stream auch ein bisschen was ein. Also ich habe eigentlich alles so umgestellt, dass du dich nicht selber hören dürftest. Und das muss die Maschine sein. Nein, ich höre mir ein bisschen selbst, aber kaum. Also das ist wirklich ganz leise. Und nachher dann, wenn Spiel läuft, passt es. Vielleicht sind auch meine Kopfhörer ein bisschen zu laut. Vielleicht hörst du es durch meine Kopfhörer. Weil ich höre Sandra immer am liebsten laut. Wenn ich auf der Strecke bleibe, bringen Sie es zu Ende, ja. Wir bringen es zu Ende, Carver. Ah, da bist du ja, Sandra, Gott sei Dank. Bin ich nicht. Bin ich jetzt am Start? Nee. Du bist bei mir im Video, ja. Ich hab uns hierher gebracht. Bei mir einfach bitte warte, bis dein Host der nächste Kontrollpunkt heißt. Nix, Dennis. Mein Leben ist langweilig. Wann Gaming-Content? Ja, bitte, der. Frag die Mutter. Hey, ich hab Videosequenz, was soll ich denn machen? Sie sind ein guter Mensch. Übrigens, hallo Chat von Sandra. Meine Familie ruiniert. Ihr stinkt. Chat, habt ihr gehört, es stinkt. Warte, sie hat nicht wieder. Chat, ich hab gesagt, ich soll jetzt duschen gehen. Hört mal auf Sandra. Wir machen nur nicht. Woher kommt Sandra? Sandra ist Hesse. Na, Sandra ist Österreicher. Klärt die von der schönen Morgen. Sandra ist ein Österreicher. Tut mir echt leid wegen mir. Ja, ich bin aus Österreich, meine lieben Freunde. Aber das, meine lieben Freunde, ist Svetlana. Und Svetlana kommt aus Russland, aus Moskau. Und Svetlana mag sehr gerne Wodka. Ich finde es sehr witzig, wie bei dir sogar der Österreicher in Moskau dabei ist. Moskau, ja. Moskau. Also die Strawberry schreibt, sie war gerade duschen. Das kann nicht sein. Ich höre sogar die doppelt, Toni. Hä, warum? Du hast einen Hall. Chat, hört sie das auch, den Hall von der Toni? Also bei mir ist aber alles normal. Also wirklich normal. Wo genau in Österreich? Sie wohnt in der Stahlschmitterstraße 32a. Ich hoffe, das war jetzt nicht wirklich ihre Straße. Stahlschmitter. Danik, Sie müssen damit aufhören. Hi,
Isaac, sind Sie das? Hanhal. Okay, dann höre ich das einfach so. Komisch. Ach, keine Ahnung. Ja, vielleicht bin ich ja doch noch irgendwo hinten offen. Nee, ich hab das nicht offen. Ja, zwar. Er ist hungrig und er ist nicht allein. Hall in Tirol. Wenn sie die Maschine abschalten, schätzen sie doch irgendwo. Und dann werden er und seine Brüder unsere Marke und uns finden und uns alle töten. 33B! Was er machen wird. So, wir können, glaube ich, starten, oder? Hallo Jackson, servus! Hören Sie mir zu! Ja, ja, bin schon da unten unterwegs. Hören Sie mich! Bei dir stehen noch just chatting. Na, ist schon Dead Space. Kannst du, los! Okay, das Ding muss ich mitnehmen. Ich nehme es mit. Nimm es mit, Mutter! Ich nehme es mit, Sandra! Wo muss ich hin, Mutter? Hallo. Okay, ich hab's einge... Oh, ich glaube, das explodiert. Da gehe ich mal weg. Geh da weg, geh da weg, geh da weg, geh da weg. Oha. Ich habe, glaube ich, eine Bombe gezündet, Sandra. Nimm es, Mutter. Ich habe es genehmt. Oh, Sandra, da kommt bestimmt was. Gut, da lang. Ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich erschießt uns da überhaupt kein Mensch. Ich werde wieder was mitnehmen müssen. Ich habe es genehmt. Geben Sie mir Rückendeckung. Ich gebe dir Rückendeckung. Ich stecke es hinein. Weg, 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 schön gemacht. Dankeschön. Man nennt mich Sprengmeister auch ganz gern. Sprengmeisterin, denn du hast eine Vatschaitscha. Eine Vatschaitscha. Warten Sie, ich habe einen Plan. Hä, was sollen wir denn jetzt machen? Ich habe kein Ding zum Reinstecken. Ich besorge uns das Ding zum Reinstecken, Mutter. Besorge es, Sandra. Besorge irgendwo es uns, Sandra. Muss es ein Ding geben, dass wir... Mein Gott, was ist denn heute schon wieder los? Haben Sie etwas gefunden? Nein, noch nicht. Ich Ungut. Chat, habt ihr etwas zum Reinstecken? Also meiner bestimmt nicht, aber vielleicht deiner. Ja, mein Chat vielleicht. Chat, hat hier was zum Reinstecken? Da muss doch... Das Ding hat's ja weggesprengt. Ist da vielleicht Neues jetzt drin? Warte mal. Ah, da ist noch eins drin, Sandra, ich hab's. Ah, klug. Sandra, Rückendeckung, ich höre Schüsse. Ich bin irgendwo... Was? Spazieren? Ich wollte gerade ein Ding zum Reinstecken. Junge, das ist aber jetzt okay, schnell explodiert. Ich habe ihm seine Thermoskanne entrissen. Der Kodex! Der Kodex! Oh nein! Stirb nicht! Halte mich! Hey, bin gar nicht schwer. Ich habe die Thermoskanne, Sandra! Ja! Ich würde sagen, jetzt wird's. Jetzt wird's unschön, Sandra. Jetzt wird's wunderschön. Jetzt hoffe ich auf. Sandra, 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 wo, 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 wo? Das ist die Rosette! Die Rosette ist hier! Oh, was ist das hier mit? Diese scheiß Rosette. Hauptsache, wir haben sie aufgeweckt. Hauptsache das. Das war wichtig, dass es aufgibt. Ich glaube, da kommt drüben die Rosette da oben. Hier können wir auch was machen. Was ist die Rosette? Oh Gott, ich glaube, hinter mir ist auch eine Rosette. Anna ist da tode. Dachkram, ich hatte da was an der Schulter berührt. Wo müssen wir denn hin? Ich dachte, ich hätte etwas. Aber wir müssen hier rauf. Einen Kurzschluss erzeugen müssen wir. Ist das eine tote Rosetta oder ist es eine lebende? Junge! Oh mein Gott, was ist das? Sandra! Das sind so kleine Hämorrhoiden, die einfach explodieren. Hast du den jetzt mitgenommen oder was? Bin ja, der ist an meinem Fuß gehängt. Das war voll erschrocken. Was? Übersetzer, okay. Na, wir müssen irgendeinen anderen Code finden. Die zwei Menschen gehen surfen, einer taucht, einer ist unten. Das ist wieder derselbe Code wie vorher. Zwei Menschen gehen surfen, einer taucht, einer hat keinen Kopf.
Das ist der Code für öffnen. Was? Zwei Menschen gehen... Ja, das ist meine Eselsbrücke quasi. Also du warst schau, was ich da sehe, oder? Also, nein, Sandra! Das sind zwei Menschen Penis. Beim Surfen. Ja. Wir müssen da rauf, okay. Nein, sorry, ich krieg's auch nicht auf. Oh, jetzt hat doch bitteschön. Wie sollen wir denn da rauf? Ist hier Schwerelosigkeit? Was ist denn das leicht für ein Relikt, wie du gerade sagst, nur mal? Weiß ich auch nicht. Pass mal auf, der Weg sagt, wir müssen dann auf. Aber dann wie? Dann auf! Jo, aber ich weiß nicht wie. Jo. Alle, jetzt gehen wir rausschießen. Ne, da passiert gar nichts. Ah, aber doch, da ist ein Stromding. Ich mach einen Strom an. Ja, ui, ui, ui. Oh, oh, what? So, oh mein Gott. Oh, wir können schweben, Alter. Wie können wir auch nicht alt? Sandra, da ist was laut. Oh mein Gott, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Einfach mal hochfliegen. Ich habe auch gerade überhaupt keine Orientierung mehr. Holy shit. Ich habe jetzt gefürchtet, das laute Ding. Okay, aber wohin? Glaube ich. Ah, da hoch. Und jetzt muss man... Da hoch. Und jetzt? Ich habe keine Orientierung, Alter. Ich habe keine Orientierung. Scheiße, wie du da rumhängst. Schaut ein bisschen lustig aus. Fass mich an. Danke. Ich habe keine Orientierung, Alter. Irgendwas, ich kann mich nicht wegbewegen. Ich hänge irgendwo fest. Jetzt hat. Ja, das ist Sam. Jetzt bist du draußen, Sam. Aber wohin? Ah, da lang. Ich bin aber einfach abgeschossen. Was ist da los? Bist du tot? Na, Blitzert bist nee. Du. Na, nicht du. Nicht okay. Du, das Viech. Ach so. Oida, ich habe keine Orientierung in dem Scheißhaus da. Was ist denn das? Ist das ein Bau? Ist das ein Nest oder so? Ich komme da ja gar nicht hoch. Jetzt. Und jetzt hat? So. Oida, ich... Oida, wie verstrahlt ist denn das bitte? Okay, hier aber. So, jetzt können wir runter. Wieder öffnen. Ah, doch. Zwei Menschen gehen surfen, einer geht tauchen, einer hat keinen Kopf. Hey, ich habe keinerlei Orientierung da. Das ist voll arg. Ich traf's gar nicht einfach. Komm ich da drüber? Achso, gar nicht. So, das kann ich mir nehmen. Dann kann ich das in die Gegend ballern. Oh nein, jetzt habe ich das. Es kippt. Es ist hoppala. So, mein Gott. Was hast du? Ach, ich habe versehentlich fast das Rätsel kaputt gemacht. Das, was du so intelligent gelöst hast. Ja, wehe. Ich habe alles gegeben. Okay. Ich bin fast tot. Uiuiui. Oh Gott, was zum... Diese Scheiben auf dem Boden, sie verbessern unsere TK-Kapazität. Ich sag gerade, dass es weh tut. Sandra steigt auch drauf. Danke für die Warnung. Was ist mit Stase? Was soll damit sein? Glauben Sie, sie wird auch versteigt? Was tut das? Probieren Sie es aus und geben Sie mir Bescheid. Oha! Cool! Ui, ich bin da voll stark, wenn ich da drauf bin. Oha. Einfach Sandras Stase-Monster. Oh ja. Sandra Stasinisierungs-EL war der schlechteste Witz dieses Tages. Oh, Hämorrhoiden. Lebt dieses Ding? Achso. Okay, da ist der Aufzug. Bank brauche ich aktuell nicht. Wahrscheinlich Aufzug fahren, ich brauche eine Bank. Ah, doch. Ich brauche... Okay, also gut. Da kann man doch noch Dings, lustige Dinge bauen. Ja, kann man. So Medipacks und so. Ja, kann man. Okay, let's go.
Gut, dann schauen wir uns diese mal an. Aber ich glaube, da kann ich jetzt nichts mehr. Das Zielfernrohr ist komplett für den Arsch, Alter. Ist Tesla besser? Na, ich lass Plasma. Ich brauche, glaube ich, gerade 10 Millionen Stasi-Packs. Ne, das finde ich gut. Machen's das. Oh, geht nicht. Dankeschön, Kellerkind, für deinen Follow. Ich kann nichts machen hier. Ich bin fertig. Bank und ich reden immer miteinander. Bank gibt mir nichts. Ich habe meinen kleinen Alex am Boden und jetzt fährt er gleich weg. Ja, warte, ich schick die Sandra auch gleich los. Lauf, Sandra, in die Freiheit! Ja! Schnell, kleine Alex, Sandra! Kannst sogar ein bisschen, oder? Ja, der Alex hat gute Laune. So, Sandra, wir müssen Aufzug fahren, aber der Aufzug ist ja gar nicht unten. Ah, kommt er? Ah, ja, er kommt. Er kommt! Chat, er kommt jetzt. Er ist jetzt da, Chat. Ja. Rinder. Jetzt er rät. Gut. Bah, die wachen aber nicht auf, oder? Was die ist großen Rosettas. Nee, oder? Oh, das wäre. Nee. Das wäre. Oder? Das wäre scheiße. Okay, wir müssen hier wieder irgendwas mit Stase machen. Unglaublich, oder? Ich nenne das Promenade. Eine der vielen Verbindungen direkt zum Herzen der Maschine. Ohne den Kodex kann ich nur spekulieren, aber ich vermute, die Maschine muss geöffnet werden, um Änderungen vornehmen zu können. Okay. Ich glaube, die Monolithen auf. Kommen wir noch nicht rein? Ah, ich kann die aufmachen, so. Kannst du aufmachen? Ja, ich beweg die. Stimmt, weil ja da unser Ding so stark ist. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob die alle auf sein müssen oder. Ich weiß es nicht. War schon aus wie so eine Süßigkeit. Hi, Schweini, wunderschönen guten Morgen. Da haben wir alle nach oben. Ich weiß nicht warum, aber. Alle nach oben, okay. Ja, Rolli, Punkte. Du machst jetzt Punkte nach unten. Hallo. Ja, ich wollte, dass die alle in der Mitte sind. Na, vielleicht geht's da um die. Ach so, na, das geht nicht um die Punkte. Ach so, immer doch die. Hä, doch. Es muss doch irgendwo ein Zeichen geben, wie das aus. Ah, da ist es. Da schau. Schau. Dreh dich um. Wow. Da wow. Sehen wir, wie es aussieht. Ja. Die links müssen sich nach unten biegen. Okay, dann mache ich die außen. Ja. Und ich mach die. So. Genau, die müssen nach oben schauen. Mal seht ihr eigentlich, wie wir schon wieder am Rätsel lösen sind hier. Oh, Sandra, ich glaube. Was ist das schon? Ich weiß nicht. Ah, da ist aber noch ein zweites. Okay, wir haben jetzt das erste gemacht. Und das. Na, warte mal, vielleicht muss ich das noch ganz unten machen, damit sie sich ordentlich biegen. Oder biegen sie es ja dann zu viel? Zu viel? Aber schau mal, da hinter uns, da sind zwei. Da sind zwei so. Da ist noch eine. Schau hier auf der rechten Seite, da. Oh, gibt's doch was. Wollen wir da noch nicht? Vielleicht. Oh, okay. Um Gottes Willen. Ich will da nicht drauf. Ohr einfach. Carver, haben Sie das gesehen? Ja, was zum Henker ist da gerade passiert? Sowas von rein das in ist keine Zug. Stadt. Ach, bitte nicht. Das alles hier ist die Maschine. Können wir dann das Lied singen von Findet Nemo? Wie geht das denn? Ich weiß nicht, ob man doch im Geruch du kannst. Eine Verbindung. Nein? Zum Herzen der Stadt geöffnet. Wenn es ein Kontrollzentrum für den Kodex gibt, dann da. Kommen Sie. Hey, ich muss ganz kurz die Instagram-Story machen, dass wir jetzt Dead Space spielen. Okay. Du kannst mit deiner Spielfigur vor mir herumtanzen. Okay, du hast einen Gegner immer trotzdem für die Instagram-Story. Du wirst das gemacht. Ich
Rosetta hat mich vor dir berührt. Habt ihr berührt, oder? Ja. Vielen lieben Dank für die Stufe 1 Sub. Dankeschön, Hallöchen. Jesus Christus. Ich habe eine coole Instagram-Story gemacht. Ich bin da gestanden, du hast den Monster gefightet. Ja, hab ich wenigstens gut ausgesehen dabei. Du hast extrem gut. Deine Haare, die sind so richtig im Monsterwind, oder? Richtig schön. Nice, das wollte ich hören. Komm ins Hoch, Sandra. Moment, du musst die Story noch wieder machen. Ich spiele jetzt live mit Titoni. Dead. Wollen wir es? Wir nennen es Finale, oder? Ja, nenn es einfach Finale, das zieht mehr Leute an. 2.0. Auch wenn es gelogen ist, scheißegal. Chat, ganz kurz, das ist das Instagram in Influencer Live. Das ist das, ja. Das müssen wir jetzt kurz abwarten. Clickbait, bin ready. Sandra und ich spielen heute das Grand Finale von Dead Space 2 nackt. Grand Finale! Hätten wir ein bisschen noch gesucht. Ah, verdammt, zu spät. Gut, das ist das. Okay, Toni. Oh nein! Toni, wir schaffen das. First try, das oder? Das ist super easy. Aber wir können noch schießen, Sandra. Wir können schießen, tatsächlich. Ach so, ja, doch, gut. Wir haben es geschafft. Einfach first try, Chat. Okay, ich öffne. First try. Okay, ein anderes Öffnen ist es jetzt. Einer fährt Ski, einer geht tauchen, zwei geht tauchen. Einer fährt Ski, zwei geht tauchen. Na, falsch. Brauchen wir den einen. Jetzt hat. Ja. Ich habe geöffnet! Sehr gut, Mutter! Da ist eine Strahlenkanone. Nee. Da hat was geschrien! Wieder. Waffe. Warte, ich brauche die andere Waffe. Die ist zu langsam. Na, das ist meine Schildkröte. Na, das ist immer noch die alte. Alter, bis ich Waffe ausgewählt habe, ist Sandra schon fertig. Jetzt hat er. Das ist wir sollten warten, bis einige... schau her, wir können ja die sicher wegbumsen mit so einem Ding. Vielleicht immer nicht. Sind sie alle weg? Na, da gucken wir. Okay, wir müssen hier hinter. Hey, Carver! Ich wette, mit diesem Zuber aufgeladen. Oh Gott, Sandra! Sandra! Perfekt! Danke für den Tipp! Du machst aber ordentlich Damage mit der Waffe. Das ist irre. Ja, geht so. Was? Du hast gerade zwei ganz alleine weggespannt. Wir können wohl irgendwie Chinesen einsetzen und die sofort wegbamsen, wenn wir hier draufstehen. Aber gut, wir haben es auf Old Fashioned Way gemacht. Bamsen, Lamsen. Wegbamsen, Lamsen. Hä, wofür? Dann müssen wir nach oben, oder? Nee, du musst mir nicht nach oben. Na, hier hinter. Da lang. Also.
So. Die kann ich nicht lesen. Zwei gehen tauchen. Einer, den letzten habe ich nicht gesehen. Fuck. Was war das letzte? Ja, das war's. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt funktioniert, aber ich glaube, du hast das voll im Griff. Du, ich bin da. Gell, ein bisschen rätseln kann ich auch. Da müssen wir safe irgendwas einsetzen. Ich glaube, du kannst da große Rätsel machen. Also was ich bisher gerätselt habe, das war kein Rätsel, sondern einfach nur raten. Mei, Sandra, du bist so gut zu mir. Ja, ich bin halt einfach ehrlich. Mei, Sandra ist einfach eine Herzensgute, gell? Chat, ich sag euch immer wieder, es ist einfach eine Herzensgute. Okay, wir müssen irgendwas hier machen. The question ist nur, was? Sequation. Irgendwas hier. Aber da muss was rein. Der hat die Bloni verloren. Achso, das. Ah, nein, ich bin auch nur am Rumschauen. Also, bisschen spazieren, bisschen shoppen, bisschen hier, da. Hinter uns. Ja, easy GG, oder? Ist ja unglaublich einfach. Ja, easy. Ja. Also ja. Keine Probleme bisher. Wir doch nicht. Okay, ich wollte noch weitergehen. Okay, wir müssen irgendwie drei Dinger suchen, die wir da reinstopfen. Hab aber noch nichts reinstopfwürdiges gesehen. Wo stopfen wir was rein? Ja, irgendwo. Aber ich mach mal Strom an. Ja. Wenn Sie es bis hierher geschafft haben, sind Sie tief im Herzen der Maschine. Okay. Von hier aus scheint es zwei primäre Konfigurationspunkte zu geben. Einen im Westen, den Sie sicherlich bereits aktiviert haben, und einen anderen im Norden. Wenn alle richtig zusammengesetzt sind, tja, ehrlich gesagt, weiß ich nicht genau, was dann passiert. Ich kann Ihnen nur raten, aufmerksam zu sein. Die Hinweise sind da draußen. Aha, Sandra und ich aufmerksam. Guter Witz. Okay, jetzt ist die Frage, was wir genau überhaupt machen. Junge, wo gehst du hin? Junge, wo? Sag mal. Hallo? Hey! Der Gegner läuft einfach vor mir weg! Der läuft einfach zu mir. Helfen Sie mir der auf. Hat mir einfach aufgespielt. Also. Ich bin einfach down. Was ist denn hier? Junge, Junge, Junge! Alter, der hat einfach, glaube ich, gespürt, dass ich so low bin und ist einfach zu mir gelaufen. Der ist einfach an mir vorbeigelaufen, um zu dir zu laufen, um dich zu killen, was? Wohlgemein, oder? Dann nimmt das Spiel auch ein bisschen zu ernst, der Gute, oder? Ja, für den ist das auch kein Spiel mehr. Für den ist das die warte Realität. Jawohl. Die Warte. Hm, ja. 2, 1, 1. Also, ich glaube fast, wir müssen hoch, oder? Na, hier glaube ich lang. Warte. Achso, ja, stimmt. 2. Scheiße, ich hab nicht aufgepasst. Ich weiß es nicht mehr. Warte. Oh, fuck. Spiel, zeig nochmal! 2 runter, 1 hoch, 1 runter. Runter, ich depp. Runter, hoch und hoch. Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Ich kann es mir nicht merken, gerade mein Kopf. Mein Kopf funktioniert nicht. Gott! Ihr links. Ja. Ich folge Ihnen, Sandra. Sehr schön. CP, vielen lieben Dank. Dankeschön für deinen Sub im 9. Monat schon. Dankeschön. Oh Gott, wie schnell. Oh. Oh, my God.
Was? Junge, ich kann mich nicht bewegen. Warum nicht? Keine Munition mehr. Fuck! Junge, ich brauche Munition, Alter. Ich brauche Munition, Alter. Scheiße, Sandra, ich habe keine Munition mehr. Okay, ich bin getroffen. Berühre mich. Ich hab dich schon wieder stasionisiert. Oh mein Gott, ich bin aggressiv. Adoku. Da hinten ist noch einer unterwegs, der ist gerade an mir vorbeigelaufen. Ja. Wo ist er? Hey, bei mir, bei mir! Fuck, hier kann man nicht mehr durchlaufen, toll. Huch. Da hinten ist noch einer. Wo ist er jetzt hin? Wo ist er hin? Da ist er. Ohne bis 60% haben, oder? Die Waffe braucht so lang zum Laden und ich konnte einfach. Die Waffe ist gut, aber sie braucht so lang zum Laden, oder? Und ich habe alles aufgestuft, wenn es um die Geschwindigkeit des Ladens geht, Mann. Und das ist alles, was geht. Maximum. Mach ich einmal. Hey, wie viel Prozent waren wir bei 60, oder? 62. 63. Ich glaube, wir müssen da rein, oder? Ja. Ich bräuchte mal langsam eine Bank oder so. Ich müsste mir ein paar Heildinger mal bauen. Wie kann das uns welche droppen? Glaube, ich habe nur welche. Ah, nein, ich habe jetzt auch keine mehr. Na, moin. Na, cool. Okay, dann brauche ich auch Bank. Die wiederholen so oft Dinge bei dem Spiel. Das heißt, du machst einmal eine Sache und dann machst du sie in den Kapiteln 2000 Mal hintereinander. Ja, ist so. Das ganze Kapitel besteht dann quasi einfach daraus. Ja genau, das eine Kapitel war nur Aufzugfahren, das andere Kapitel war Kletterwand. Das ist jetzt... Wow! Scheiße! Wow, shit, Pop! Wow, mein Gott! Na! Oh! Okay, man kann aber nur auch geradeaus schießen. Ja, die fliegt einfach vorbei. Nee. Ja, easy. Oh mein Gott, das war... Das Mutter kann walisch, ja. Hier sind wieder diese ekligen Dinge an den Wänden. Ich höre sie. Ew. Ich sehe sie aber noch nicht. Kleine Waffen wechseln. Reloaden. Da ist einer. Da. Scheiße, ich hab die Waffen, das bin ich der Erkenntnis. Ich glaube, ich ändere noch nur mal die Waffen. Wir brauchen eh beide ein Dings, ne? Eine Bank. Ja. Warte, verfette Monster. Ich One-Shot. Komm bitte nur Monster. Oha, weh.
Irgendwas schießt uns an mit Monstern. Irgendwas schießt uns mit Monstern an? Ja, da ist gerade ein Monster auf mich zugeflogen. Okay. Okay. Ich hab gedacht, ich seh dich nicht, du Arschloch. Der ist da rechts um die Ecke. Da hinten ist er. Da hinten ist er. Oha. Gott, die sind so laut. Ist wirklich so. Ah, da, Infos. In. Audio. Achso, Audio bin ich nicht. Ah, das ist aber geliebt. Der müsste schon ja fahren, oder? Na, das Geräusch ist nicht die Sandra, das ist das Spiel. Das so kommunizieren wir in Österreich. Ich wäre sehr gerne, wär sehr gerne dabei gewesen bei der Synchronisation dieses Spiels. Ist wirklich so. No, Jeff, a little bit slower, okay? Oh, okay. Arr! Perfect, thank you. Thank you. This was perfect. Es dreht sich, Sandra? Benutze Chinese und halte Arm per F zurück. Junge, so laut, warum? Müssen wir da irgendwelche Aufgaben machen oder müssen wir einfach nur die fetten Dinge abschießen? Nicht sicher, was wir hier tun müssen. Okay. Das funktioniert alles nicht mehr nach dem alten Dead Space Prinzip. Das regt mich auf. Die Füße fallen von denen gar nicht ab, wenn ich die abschieße. Bei denen hast du wirklich das Gefühl, es ist komplett egal, wo du ihnen hinschießt. Finde ich ein bisschen schade. Aha, das sind wieder so fette Tentakel. Schon wieder keine Mahnen. Gott sei Dank, bist du die Angst, dass wir eigentlich was machen müssen? Hinter dir! Schon wieder an mir vorbeigelaufen. Komm aber nicht unendlich, weil wir was machen müssen, oder? Rechts neben dir! Ich glaub schon, dass die unendlich sind, weil wir das machen müssen. Aber ich würde gerne wissen, was wir machen müssen. Definitiv da in die Mitte. Junge! Come on, da fühlt sich doch irgendwann verarscht. Wir müssen irgendwas hier machen. Ich muss die Dinger, glaube ich, drehen. Also. Frage ist nur... Ah, okay, die Frage ist, wie muss ich die drehen? Alles klar. Vielleicht müssen die irgendwie Zaum schauen. Aber wie? Ah, die haben... Ah, warte. Vielleicht müssen die... Ich guck mir mal die andere Seite an. Die müssen mit dem Ding in der Mitte zusammenpassen. Das muss das Gleiche sein.
Ja, es muss das gleiche immer sein. Okay, hier brauchen wir dieses das andere. Komm nicht unendlich, Gott sei Dank. Warst du schon wieder mal rüber zu dir? Okay, die funktionieren jetzt, aber jetzt funktionieren die nicht mehr. Hab ich vielleicht hier das andere? Warte, nein, aber stopp. Ah, jetzt hab ich's gedreht. Na, doch, jetzt ist richtig. Warte, also hier haben wir jetzt zwei. Zwei. Und das müsste eigentlich da funktionieren. Warte, fertig. Okay, juhu! Ist jetzt ausgerichtet. Aus, da steht Torin Maskulin. Ja, die Drohne hält Torin Maskulin. Ja. Das ist mein Gamertag. Maximale Maskulinität beim Gamen, Chat. Schön. G fucking G. Dankeschön. Und wann ist das Game? 2008? Ich weiß es gar nicht mehr, keine Ahnung. 13? Irgendwie so. Es ist relativ alt. Mach mal an. Let's go. Isaac, was machen Sie da? Ich beende etwas, das schon längst erledigt sein sollte. Hören Sie auf damit! Sie tuscht mit Dingen herum, von denen Sie nichts verstehen. Das sagt ja der Richtige. Okay. Los. Und jetzt? Ich glaube, wieder mit dem Aufzug fahren, oder? Müssen wir in die Sonne. Aufzug fahren erstmal, dann gehen wir in die Sonne. Ja, in die Sonne. Wie sie die Rätsel einfach im Schlaf lösen, sind einfach Sandra und ich. Machen wir uns nichts vor, Chat. Es ist ja eine ganze Kinderkacke da. Ist halt schon so. Also die Rätsel, die wir nicht schaffen, die müssen erst einmal geboren werden. Und dann machen wir uns die Rätsel noch selbst. Ja. Und dann vergessen wir einfach. Dann machen wir die noch selbst. Ja, freilich. Ja, freilich. Okay, Sie haben die Stadt in eine Riesenkrise verwandelt. Was soll man recht hat, sollte ich zum ersten Aktivierungspunkt zurückkehren können, um die letzte Einstellung vorzunehmen. Ekelhaft. Was passiert dann? Ich arbeite auf Raumschiffen, nicht an Alien-Maschinen. Nicht an Alien-Maschinen, stimmt. Ah, fliegen wir jetzt wieder? Schön. Oh! Schön! Kommen Sie auf die Plattform! Flieg mit mir, mein Engel! Ich fliege, dein Partner wartet auf dich. Oh na. Uff, okay, nice. So, dann noch unten. Und nach oben. So. Wow, richtig gut. Wow, wir sind noch kein einziges Mal gestorben beim Fliegen. Wir sind so gut, oder? Ey, es ist unfassbar gut. Bisher lief einfach alles auf First Try, Chat. Bisher alles auf First. Ja, alles First Try. Mein Chat schreibt gar nichts mehr. Einzige, was er schreibt, ist der Alex und der Kretschi. Okay, dann mal ein Schikiano. Vor 2 Minuten. Okay, Wellen will dir da was geschrieben, Oli? Dann ist vorbei. Pendeln einfach, Oli. Bei mir schreiben sie auch nicht mehr. Chat spricht aber auch nicht mehr mit mir. Ich glaube, die sind sauer auf mich. Ich glaube, Chat ist als pisst. Ja, Chat ist total pisst, weil die haben sich eigentlich auf ein Shitfest eingestellt und jetzt kriegen sie lauter First Tries. Das finden sie nicht in Ordnung. Ja, ich glaube, Chat ist neidisch auf Toni. Wieso? Was? Ne? Toni schaut weil so gut ich mit aus. Dir spielen Toni darf. Sicher so gut. Ja, wahrscheinlich. Dein Chat ist eifersüchtig, dass ich mit dir spielen darf. Und mein Chat ist eifersüchtig, dass du mit... Oh mein Gott, wir haben einen ganz eifersüchtigen Chat. Oh, schlimm, oder? Schlimm immer. Ne, Die Eifersucht gehört euch nur ausgetrieben. Böser Chat. Rastritt einfach. Aus, Chat. Pfui, aus. Das ist nicht der Weg, Heißer. Sie haben eine Zukunft. Wir alle. Lassen Sie mich in Ruhe, Danik. Sie können sie wiedersehen, lassen Isaac. Sie mich in Ruhe, Danik. Jeden, den Sie jemals verloren haben. Es ist eine Zukunft, ohne etwas bedauern zu müssen. Ich bedauere nichts, Danik. So oder so wird das hier bald vorbei sein. Schon Isaac. Ich bedauere nichts. Bräuchte jetzt dann mal langsam eine Bank. Oh, oh mein fucking Gott! Ich muss der Tag! Nein! Ich hab nichts zum Heilen, Alter! Gar nichts!
auf, steh auf, steh auf, ich brauch dich. Jetzt fass mich an, jetzt bin ich down. Komm sie her. Jetzt bin ich wieder down, Sandra. Scheiße, wir müssen da weg. Ich bin wieder down, Sandra. Ich komm da nicht raus. Sandra, fass mich an. Es wird schwarz um mich herum. Ich sehe bereits das Licht des Tunnels, Sandra. Nein! Sandra, doch, jetzt musst du mich wirklich anfassen. Jetzt ist vorbei. Helfen Sie mir, Herrgott. Mal und Schicki. Ja, weil dann ist wenigstens Chat jetzt nicht mehr beleidigt. Weil nicht First Try. Scheiße, ich habe nix, Alter. Wie soll ich das denn da drin schaffen? Fuck, Alter. Das ist viel zu viel. Das ist ein Pfui-Zpfui. Vielleicht erst einmal langsam rumschleichen. Vielleicht findet man noch was zum Aufsammeln dort bevor. Ja, so sneaky-picky-like. Aber ich glaube, die triggern wir jetzt eh gleich. Das ist... Ich mach gleich den anderen. Oh Gott, es hat drei, Sandra! Sandra, ich komm zu dir! Ich bring zwei Stück mit! Okay, es hat noch drei. Weg! Ich bin nicht rausgekommen, ich war in der Ecke eingeklemmt. Du hast ihn in die Ecken reingequetscht. Der hat mich einfach eingequetscht, gesandwiched hat mich das Schwein. Schön auch, wie Doni schreit und Sandra lacht. Sandra reagiert in solchen Situationen irgendwie anders, gell? Das ist so. Nachgestimmt und hast du gewonnen. Ah, da ist so wie Blut. Ui, jetzt wird's aber wohl. Was ist denn mit dir? Ihr Wahnsinn, ich bin komisch. Ja, schon, oder? Scheiße, wir bleiben nebeneinander, weil dann und stellen uns mit dem Rücken zu einer Wand, weil dann fahren die immer wieder. Ich bin schon auf. Oh mein Gott, warum? Hey, da scheiße, da rechts kommt auch gleich einer. Haben die Scheißviecher denn keine Schwachstelle? No! Ich bin tot! Hab ich gemerkt. Zick, jetzt hat Sandra nicht gelacht, weil es tot war. Boah, der Leco Mio. Boah, ich bin gerade so erschrocken vor dem Monster. Ja, ich weiß, deswegen habe ich ja zweimal so gebrüllt, weil der einfach immer um die Ecke sneakt, Mann. Ist so, ey, so ein Pisser. Arschloch. Der sneakt, egal wo wir entlang gehen, der sneakt entweder links oder rechts um die Ecke. Lass uns am besten vielleicht so hinstellen, so. Ist die nur von Sandra? Ich muss kurz meinen Raid begrüßen. Okay. So, fertig. Gut. Wo stehen wir uns hin? Super. Glas. So, vielleicht hier, weil jetzt kommt der. Oh, jetzt. Warum bin ich denn jetzt nochmal mit dem Schnee kommen? So, und jetzt gehen wir weiter vor. Den nächsten machen wir auch direkt wieder zu zweit. Bleiben wir beieinander. Gleich kommt der nächste. Da ist der nächste da vorne. Da. Sehr gut. Scheiße, da kommt noch einer. Da lebst du immer! Ich hab nichts zum Heilen, Alter. Was ist das für eine Scheiße? Scheiße,
Scheiße, ich bin gleich tot. Ich brauche irgendwas zu heilen. Oh mein Gott! Nein, 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 steh auf! Nein! Das ist Hans Pfui. Wir sollen auf den Leuchtplatten bleiben, dann funktioniert die Stase besser. Okay, Sandra, wir bleiben auf den Leuchtplatten! Weil du Stase bist, funktioniert. Mein Gott, wer in deinem Chat war schon wieder so intelligent? Sensig war's. So, wir machen hier, weil das sind, glaube ich, auch unsere Waffen ein bisschen stärker. So, ich trigger den, bleib stehen. Ich trigger den linken trigger jetzt. It. Ja, trigger, Mutter. Komm her, Baby, komm. Okay, ich habe ihn getriggert! So. Ich kann nicht auf die Platte. Okay, ich komm zurück zur Platte. Dann bleib ich gleich und ich brauche irgendwas zum Einsammeln. Zum irgendwo. Fuck. Ich bin down. Nein, 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 nein. Ich bin. Berühre mich. Ich bin out und. Ich hab das. Also das mit der Platte hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich mir das in meinem Kopf vorgestellt habe. Wir sind nicht schnell genug. Nee, das funktioniert gar nicht. Also nie, also wirklich absolut gar nicht. Also war es also, ne? So einfach mal ein Sucherbot wegschicken jetzt. Ja, einfach ein Sucherbot. Der reißt es jetzt bestimmt raus. Ja, der macht es jetzt. Der lenkt jetzt ab. So, Alex, los. Ich hab halt einfach keine. Ich hab nix. Ich hab keine Heilung. Ich hab gar nichts, Alter. Ich hab auch nix mehr. Das ist voll scheiße. Ich hab nur 15 Millionen 1000 Stase-Dinger. Sie waren länger in der Slow-Mo, aber sie kommen halt von allen Seiten. Da kommt einer raus, da kommt einer raus. Ja. Okay. Dies macht und los. Wir stellen uns nochmal auf die Plattform. Ich habe meinen Körper auf die linke Seite und du bereitest dich auf den vor, der von da drüben kommen wird. Da drüben. Ja. Okay? Da drüben. Ja. Gut. Ich werde ihn jetzt triggern, Sandra. Das heißt, es geht los. Okay. I'm ready. Okay. Hab ihn getriggert! Partner ist gestorben. Okay. Na, ich glaube, hier ist was. Sandra, vielleicht ist hier irgendwo eine Werkbank. Vielleicht ist hier wirklich irgendwo eine, weil das hat so keinen Sinn. Wir haben einfach nichts, ja, Alter. Voll. Ja, 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 ja. War da nicht da hinten was? Ja, da hinten, glaube ich, war nicht, oder? Ja, scheiß drauf. Dann lass jetzt Medipacks und Scheißdreck des Todes bauen. Ja. Weil so hat es einfach keinen Sinn. Die killen uns weg innerhalb von 3 Minuten. Ja, da ist eine. Gott sei Dank. Yes, die Bar mal kurz. Nein, Alex, danke. Hat dir Alex gerade angeboten, dir was zum Essen zu bringen? Ja. Oh. Ich überlege auch gerade, ob ich gucke, ob ich vielleicht eine neue Waffe bauen kann. Oh, ich habe einen Flammenwerfer, Sandra. Das klingt sexy. Schon, sure, oder? Lie. Chat, Flammenlasur? Na, wir nehmen mal Säurebad dazu. Wir machen Säure und Feuer. Wir übertreiben komplett. Ja, wie nochmal komplett übertrieben da, Herr Kreis. Ja, das, also wenn schon denn schon, das wird jetzt hier aber. Ja, mein Gott, mir freilich.
Und dann medizinische Hilfe hau ich auch noch drauf. Ich hör deinen Spülsound. Warum? Das ist. Ich weiß nicht. Also es ist nicht schlimm oder so, aber ich hör's. Und ich hör mich. Ich hör alles, was du hörst. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich hab das extra alles aus. Vor allem bei mir ist kein Ausschlag, wenn ich nicht rede. Jetzt hört ihr das? Also hört ihr das beim meinem Stream? Weil wo soll ich das sonst hören? Komisch. Komisch. Okay. Das haben wir. Zielfrühanruhr brauchen wir nicht, aber medizinische Hilfe haben wir. Hydraulikantrieb haben wir. Was auch immer das jetzt ist. Jetzt haben wir einmal Hydraulik, Säurebad. Mein Gott, was ist das? Das ist richtig randaliert. Ja, ich habe jetzt ein Säurebad schmeißenden Flammenwerfer. Kill it with Säurefeuer. Yes. So gut. Oh Gott. Kill it with Säurefeuer. So. Medipack. So. 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 Toxic, guten Morgen. Das Hydraulik da unten gefällt mir nicht. Na, das Hydraulik da unten gefällt mir nicht. Das Hydraulik da unten will ich nicht, weil ich will nicht in den Nahkampf mit den Viechern gehen. Kann ich mich gleich beerdigen lassen. Kein Hydraulik, bitte. Ich kann nichts anderes machen außer Hydraulik. Ja gut, dann. Lass mal Hydraulik. Gut, dann schauen wir mal, ob die vielleicht ein bisschen empfindlicher sind Feuer gegenüber. Und gibt es das, dass dein Discord die selbst aufnimmt? Nein. Also ich habe auch wirklich nichts anders gemacht als sonst. Ich habe bloß dich angerufen. Das ist super komisch. Ich habe nämlich... Ja, gut, ich habe auch nichts anderes gemacht, außer ich stream heute einfach. Hört dein Stream mich auch doppelt oder nur du? Na, ich, nur ich anscheinend. Außer es ist dann alle taub, das weiß ich nicht. Das ist komisch. Ich habe jetzt auch vorher nochmal geschaut, aber bei mir ist nichts. Ich habe auch keinen Ausschlag bei mir, wenn du sprichst zum Beispiel oder von deinem Spiel oder so. Ist egal. Also, es ist sehr schlimm. Es ist ja ganz so laut, da ist mir so gar nichts. So, haben wir alles gekauft? Ich glaube schon. Hammer? Ja. Nice. Wurstbrot? Dann mehr brauchen wir nicht. Hammer? Wurstbrot? Coca-Cola? Schön. Also, ich wäre dann jetzt. Wieder. Ich wäre auch soweit. Ich komme jetzt nur zu dir und dann. Vorher mache ich Vorher sieht jetzt den Alex noch aus, natürlich. Und dann Feuer frei! Okay, let's go. Sandra, bist du ready? Ja. Ich bin bereit. Ready und in den Kampf! Du, 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 du. Jetzt ist es doch nicht. So, wo müssen wir hin? Ich würde vergessen. Wir sind in die falsche Tür gelaufen, Sandra. Okay, egal. Wieder raus. Ach, Scheiße. Nö. Guten Morgen, JD. Servus. War aber jetzt in Kampflaune. Jetzt war es leider die falsche Tür. So, jetzt halt. Sandra. Okay, ich komme gerade nicht runter. Aber jetzt das ist okay. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit. So, jetzt habe ich es geschafft. So, jetzt. Sandra, so, bist du ready? Ich bin sowas von ready, Mutter. So, jetzt aber. So, ich trigger das Arschloch jetzt. Trigger das ich trigger Arschloch. Das Arschloch direkt hier rein jetzt. Oh mein Gott. Komm her, du Scheiße.
What the fuck hast du da jetzt? Handlung der Waffe. Feuerfrei! Bist du weit weg? Ja! Jesus Christus, sie hat ein halbes Ding, das blinkt und ich bin auch orange. Jesus Christus. Wow. Das haben wir jetzt auch auf die letzten Zentimeter, haben wir das gemacht, du mein Gott. Boah. Ja, also ich bin zufrieden mit dem Flammenwerfer, der ist ganz geil. Der ist geil. Und schaut das so lustig aus, wenn du mit herumlaufst. Ja! Ich flambiere euch hier, ja. Hühnchen. Schön. Sehr gut. Nice. Ja, easy. Schön. Ja, also, war doch easy, einfach, Chat. Was weint's denn schon wieder umeinander, Chat? Wir haben das doch im Griff, haben wir doch. Okay, wir fliegen wieder. Yeah. Wahnsinn, wir haben so viel gemeinsam. Wir haben so viel gemeint, das ist irre. Nicht nur, dass wir beide gleichzeitig dran kratzen, wir haben auch noch beide eine Nase. Nee. Doch. Hast du auch eine Nase? Ja. Hör auf, Alter. Das ist unglaublich, oder? Ey. Yo, warte, ich brauche eine andere Waffe, die ist nicht gut dafür. Was ist denn mit Christian Schlüssack? Yeah.
Flammenwerfer-Action! So, wir müssen Aufzug fahren, glaube ich. Warte. Ah, ja. Flammenwerfer ist jetzt meine neue Lieblingswaffe. Der ist, aber steht da unfassbar. Gell? Danke. Da. So, ich würde sagen, wir werden jetzt wahrscheinlich das andere Muster machen müssen. Ja, 100%. Ich mach die außen und du machst die innen. Ja, Martin. Wir sitzen nach oben. Dann wir fertig, oder? Nee. Na, die müssen das sich so verschlingen irgendwie. Das, hoppala, das war falscher Knopf. Hallo. Ach, ich nicht mehr draufstehen hier. Ja, na ganz nach oben. Halt, warte, ja, warte. Bei mir jetzt gerade aufgehört, ich weiß nicht warum. Es geht nicht. Hä? Ich kann es nicht hochschieben. Steht der an? Hä? Ich kann es nicht schieben? Schiebe von Mutter. Es geht nicht. Ja, stimmt, das geht nicht. Wieso nicht? Es. Du kannst gar nicht mehr schieben, oder? Nein. Ich drücke jetzt mal den Knopf. Mal schauen. Ach so, vielleicht. Ja, war es schon richtig und deswegen. Ah ja. Gut. Okay, und jetzt müssen wir Aufzug fahren. Yeah! Da kommt ein Raumschiff. Ich weiß, dass Sie glauben, das Richtige zu tun. Aber Sie irren sich, Isaac. Sie müssen mich die Maschine abschalten lassen. Meine Verstärkung ist da. Mit einer großen Überraschung. Oh oh, welche Verstärkung mit welcher großen Überraschung? Boni, möchtest du dir einfach mal kurz vorstellen? Es ist gerade einer in meinem Chat, der fragt, ob ich wirklich mit meiner Mama spiele, also mit meiner Mutter. Ja. Servus. Schön, dass du deinen Weg gefunden hast zu Sandra. Sandra ist mein Tochter. Ah! Flammenwerfer! Flammenwerfer! So. Ich kann so schnell fliegen, die Benio. So, jetzt. Richtig gut. Jetzt nur einmal. Servus. Schön, dass du da bist. Schön, dass du einen Weg gefunden hast zur Sandra. Sandra ist meine Tochter. Mhm. Ich bin der Toni. Bin die Mutter von der Sandra. Sandra, komm mal her, Schatzi Mausi. Bastelst du dann auf einmal ein bisschen Medipacks oder so, gell? Mama, passt ja auf. Ja, brauch immer ein Medipack, Mami. Ja, ja. Dankeschön. Gut. Ich hab Sandra sehr früh bekommen. Aber umso mehr sind wir halt heute Freundinnen. Und nicht einfach nur Mutter und Tochter. Deswegen haben wir irgendwann gesagt, also mein Mo, der Herbert, der ist da halt schon dagegen, aber das ist uns wurscht, gell? Wir Mädels, wir ziehen das durch. Und deswegen haben wir gesagt, so, meine Tochter und ich, wir machen jetzt eine erfolgreiche Twitch-Karriere und ja, bisher läuft es ganz gut, gell? Also viel Spaß bei meiner Kleinen, gell? Ich hoffe, es gefällt dir. Dankeschön, Mama. Das ist, ich glaube, so schön hat das noch nie irgendwer beschrieben. Kein Problem, Schatz. Mein, bin ja auch stolz, gell? Also ich bin ja auch stolz auf das, was da aus mir rausgefallen ist vor ein paar Jahren. Rausgefallen, einfach. Ja, einfach rausgefallen. Einfach. Ja, du warst schon sechste Kind bei uns daheim. Da war nichts mehr mit Pressen. Wie alt bist du nunmehr? Ich bin 33. Ich bin 31. Also, die Mutter hat mich mit 2 Jahren hat mich gekriegt. Ja. Ich bin einfach rausgefallen. Ja. War ja Barbie-Puppe einfach. Ja. Du lebst! Ellie lebt noch? Nee. Na, jetzt muss man dich schon wieder retten, oder was? Immer die depperten Weiber, die kriegen. Schnauze, Ketzerin! Ketzerin gleich. Den Codex, Danik.
Tom Clancy's Division kann man auch zu zweit spielen. Sowas habe ich, glaube ich, noch nie gespielt. Zum Beispiel. Nein. Ja, aber das ist langweilig. Das ist ja, also, das ist wirklich Shooter. Und wenn Sie das also, ich glaube, langweilig ist es nicht, aber. Werde ich schon auf Sie warten. Ja, gut, aber also, Shooter. Aber das ist auch Shooter. Wollte ich gerade sagen, wir spielen halt schon seit Wochen an Shooter. Ja, voll. Na, also Shooter nicht mega an Sandra und ich jetzt nicht so. Wunderschön, gut. Gut haben wir es gemacht, super. Hoi-Boi. Eine Mischung aus Österreichisch und Bayerin. Ja. Ja, sie ist die Österreicherin und ich bin der Bayer. Wir bringen einfach nur verschiedene Kulturen zueinander. Ja. Gibt ja gleich Verstärkung. Ja, nice. Sehr, sehr gut. Wow, super. Richtig cheesy, oder? Schön, oder? Ha! Mein Gott, wo ist diese Herausforderung? Okay, na, das. Okay, es okay. Öffnet sich was. Und jetzt? Drei Behältnisse, drei Statuen, drei Markierungen. Wie sieht der letzte Schritt aus? Ich habe keine Ahnung. Hey, ich komme da jetzt nicht mehr hinauf. Kann man jetzt backen? Nee. Oha! Okay, das oha, war, was ist jetzt gemacht? Ja, das, ich habe das da reingesteckt. Ja, wo ist das her? Ja, das war da drin. Da war es drin. Oh, gut. Find ich nur was da? So, einfach, okay. Einfach so. Und jetzt? Das ist. Oh, ja, das ist sogar richtig. Das ist sogar an der richtigen Stelle. Ha! Aber. Okay. Okay. Aber wie geht's jetzt weiter? Ich brauche ja noch zwei weitere. Muss ich die da holen oder was? Warte mal, ich gehe mal kurz raus. Nein, wie gesagt, wir müssen definitiv hier bleiben. Ah, okay. Aber ich habe keine drei weiteren. Und klettern können es anscheinend nicht. Na, na, sie können dann nicht springen, weil man nämlich leert hast, passiert nämlich das. Rausholen kann ich es auch nicht. Ah, ich kann das Ding aber wegmachen, okay. Ah, wow. Da ist sogar so ein blauer Punkt drauf. Ein bisschen nervig, weil die Schüsse so lang dauern, bis die ankommen irgendwie. Gut, da Hammer. Warte, ich hol ihn. Ich kann nicht runter. Okay, gib mir Rückendeckung. Oh no! Scheiße, die waren da nicht hier hoch. Steck es rein, Mutter. Warte, ich will das aufsammeln. So, jetzt auf. Sammle es ein. Ja, Mutter. Ich komme. Bist du schon da drüben? Weil dann kannst du den letzten gleich mitbringen. Ja, mach ich. Brav. Ah, komm. Okay, Banano. So, Alex! Jetzt hätte ich Hunger, danke! Bei mir wäre dann ein. Hey, kann ich das kurz runterschießen? Ja. Liegt jetzt bei dir da. Oh ja. Neben oh. Dir, links. Soll ich es neu stecken schon oder noch nicht? Weißt du, wir gehen später dann zur Werkbank, aber da wäre nämlich nur eine Werkbank. Ja, ich aber da waren wir vorher schon. Ja, ja, wir waren bei der Werkbank, aber ich weiß gar nicht, ob ich Zeug überhaupt gebastelt habe. Was hast du gesagt, Alex? Ich hab Hunger! Ich brauch auf jeden Fall Heilung. Ich kann mit Käse bringen oder ohne? Mit Käse! Heißt der Herbert jetzt Alex? Na, der Herbert, der heißt Herbert. Weil der Herbert. Hey, nein, ich hab nichts wirklich. Ich muss erst mal wieder sammeln. Ich kann auch gar nichts bauen, also wirklich nur Scheiße. Halt, du gehst voll starr runter. So, ich steck jetzt rein.
Sie doch, Carver. Noch eine Tür. Wir müssen in der Nähe des Kontrollzentrums für den Codex sein. Wir haben alles gemacht, was Serrano gesagt hat. Gehen wir rein. Oh Gott, ich sehe eine Steilwand, Sandra. Eine Beilstand? Ja. No way. Doch, und ich sammle viel Stahl ein. Da habe ich jetzt aber richtig Bock drauf. Ja, Steilwanden. Partner wartet da an der Armsalstation. Ja, ich bin ja da. Oh Gott. Waiting for partner. Yes, ich schieße mich gerade nach. Was geht? Aber wir müssen jetzt entnitten. Was ist das Lustiges? Mein Gott. Weil jetzt habe ich genau an der falschen Stelle. Ich bin so ein Depp. Mein Gott. Scheiße. Falsch, an der falschen Stelle. Stark initiiert. Jetzt hat. Na, das muss anscheinend echt bei der Öffnung sein. Was ist das denn für ein Scheiß? Buttons? Ja, so, ja, wir wollten kurz probieren. Vielleicht kann man sie drunter durchschummeln. Es hat nicht funktioniert. Aha. Das ist gut, gut, dass du es ausprobiert hast. Dann wissen wir ja jetzt Bescheid. Ja, das ist mir das A. Gut. So, jetzt wissen wir wenigstens ein bisschen, wie es geht. So, warte mal kurz. So, jetzt gehen wir. Nö. Danke, seitlich. Warte mal, seitlich. Jetzt. Jetzt sind die raus bei mir. Scheiße, bei mir auch nicht. Aber jetzt. Gut. Nice, sehr schön. So, jetzt Mitte. Ach, jetzt hat sie wieder runterbumst, den Arsch. Machst du Stasi oder machst du Stasi? Warte. Sehr schön. Aber du hast das Timing. Scheiße, jetzt kommt aber genau der in der Mitte gerade. Ach ja, scheiße. Aber ich schaff's trotzdem. Na doch nicht. Scheiße. Na, ich muss warten. Fuck, es ist so close. Ja doch, ich hab's geschafft. Ich bin nicht durchgekommen. Ja, fuck. Dann. Oh fuck, jetzt werde ich wieder. Jetzt habe ich wieder keine Heilung mehr. Eieiei. Mal, jetzt steh heute auf, du Depp. Was ist überhaupt so komisch gestrahlt? Und warum dann das so weh? Was ist denn das? Kommt da jetzt nichts mehr? Ist ein bisschen geklärt worden, oder? Ah, doch, jetzt hat. Warte gleich, Alex. So. So. Können wir ganz kurz Pause machen? Ich muss nur ganz bisschen was essen. Ey, das ist gar kein Ding. Wir machen einfach ganz kurz Pause, dann gehen wir nämlich kurz aufs Klo, okay? Da kommt Coco. Knoblauch raus. Ist das gut? Ja, machen's. Okay. Dann lass dich einfach kurz mit Chat alleine, okay? Das kriege ich hin. Ist eher schläfrig. Hallo. Schläfrig, so. Gut. Hallo, schläfriger Chat von Sandra. Nachdem ihr wahrscheinlich unbedingt wissen möchtet, was ich da jetzt esse, es ist Spaghetti. Und jetzt mache ich am Pfund Knoblauch noch drauf, weil ich liebe Knoblauch. Knoblauch ist für mich essentiell bei fast allem, was ich esse. Ich vermische es jetzt. Habt ihr Spaß? Was meint ihr? Wie gut stehen die Chancen, dass wir es heute fertig bekommen? Ich glaube, sie stehen ganz gut. Wir kommen ganz gut durch. Oder? Rob, wunderschön gemacht. Sehen wir uns sehen. Ich glaube, wir kommen wirklich ganz gut durch. Ich denke, wir werden fertig heute. Bin auf den Endgegner gespannt. Das würde ich gerne von mir weisen, weil die Spaghetti hat nämlich nicht Alex gemacht, sondern die sind von meiner Mama. Knoblauch ist beste Knoblauch ist, ach, fantastisch. Aber das deutsche Knoblauchpulver ist nicht so gut. Meine Mama hat aus dem Urlaub von meiner Tante mal das spanische Knoblauchpulver. Oh, das schmeckt richtig nach Knoblauch. Ihr seid Level 19, also Finale. Ach, wir sind schon im Finalkapitel. Oha.
Wo ist meine Spaghetti? Ich werde ihn nicht aufessen. Kannst den Rest dann haben. Ich muss nur kurz was essen. Wenn Sandra eh gerade am Klo ist, dann nutze ich die Zeit. Wann hat denn das Finale, wann hat denn das letzte Kapitel angefangen? Ich habe gar nicht aufgepasst, wann es in das 90. Kapitel gewechselt hat. Ich habe gar nicht aufgepasst. Ah, jetzt kommt. Okay, gut. Alex, ich hätte auch gerne noch einen Eistee. Danke, over. Alles klar. Du musst over sagen. Over. Hi, was, mein Bruder ist schon geworden. Ich habe auch Hunger. Ja, dann musst du jetzt den Rest mit Cheo teilen. Knoblauchpüree habe ich noch nie gehört. Ich kenne nur Knoblauch in Öl. Ja, Knoblauchpulver geht schon klar. Das Spanische geht klar, aber das jetzt halt nicht so wirklich. Also es geht schon, wenn es dann leichten Knoblauchgeschmack drin haben willst, aber es ist halt... Es macht das Essen halt so super trocken. Danke, Wastmann. Wenigstens, dass einer over sagt. Zum Schluss noch zack, da haben wir gerade nicht verstanden. Du musst over sagen. Ach so, warte mal. Over. Danke, over. Okay, werde ich mal gucken. Die Spaghetti von der Mama sind einfach die besten. Mh, man schmeckt den schon. Aber dieses Knoblauchgranulat macht es halt zu trocken. Danke, Jogibär. Ja, meine Mama macht einfach so gute Spaghetti. Skordalia. Ist das vielleicht auch das Zeug, was ich bei meinem Griechen meines Vertrauens kaufe, wenn ich einen Knoblauchbiter kaufe? Da ist nämlich so ein Knoblauchbarz drauf. Danke, Merlin. Ist das vielleicht dieser Knoblauchbarz, der da auf meinem Pita drauf ist? Weil falls ja, der ist nämlich geil. Das ist richtig gut. Aber... Auch wenn ich es nicht wahrhaben möchte, Chat. Ich überlege mir mittlerweile leider Gottes jetzt dreimal, ob ich griechisch essen möchte. Weil ich einfach weiß, nur mit dem griechisch Essen ist es am Ende nämlich nicht getan. Ich bin nämlich am Ende der Depp, der dann die ganze Nacht Sodbrennen des Todes hat. Dann muss ich aber die als Laufbeschuldigung. Naja, wenn ich streame, dann streame ich. Und dann ist Alex eben für sowas verantwortlich. Arbeitsteilung. Weil so oft wie ich irgendwas möchte, würde ich sonst alle drei Minuten aufstehen. Das wäre auch blöd. Deswegen, wenn ich streame, dann streame ich. Und wenn ich was brauche, dann bringt ihr mir das. Das ist unsere Arbeitsteilung. Ja, dann ist das wahrscheinlich das, was ich bei meinem Griechen immer esse. Der Knoblauchbarz auf Pita, super lecker. Griechisch essen ist sowieso voll mein Ding. Oh. Aber Sodbrennen. Wobei Knoblauch geht bei mir, aber Zwiebeln. Zwiebeln sind mittlerweile wirklich ein Problem. Zwiebeln sind ein Problem. Wenn ich Zwiebeln esse, weiß ich, ich werde heute Nacht nicht schlafen. Und das hat angefangen bei mir plötzlich mit 32. Zack, 32. Zwiebeln willst du essen? Am Arsch. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Sind sehr lecker, Mama. Ich habe gar nicht gemerkt, dass das Vollkornnudeln sind. Danke. Na, deswegen eher weniger. Das Problem habe ich gar nicht bei Zwiebeln. Das ist wirklich Kriegsrotbrennen. Koop-Spieler raus. Achso, nein, ich werf doch Sandra nicht raus. Spinnst du? Willst du mich gerade rauswerfen? Nein, du hast gerade gesagt, Koop-Spieler rauswerfen. Du hast gerade gesagt, du willst mich rauswerfen. Ich hab's genau gehört. Was? Nein. Guck sofort VOD. Ja, ich werde das nachher noch holen. Ich schau das immer. Ja. Schaust du denn sofort VOD an, weil das habe ich definitiv nicht gesagt. Frag deinen Chat, der hat mich gehört. Ich bin tatsächlich schon 2 Minuten da oder so und habe dazu gehört, dass du über Zwiebeln philosophiert hast. Sau.
Ja, ich hab das unterhaltsam gefunden. Es war schön, oder? Es war ein schöner Content. Ja, ich finde. Wie fandest du dein Chat? Hat es ihm auch gefallen? Ja, Chat hat's gut gefunden. Chat schreibt hahaha. Ja? Der ganze ja. Chat oder nur vereinzelt? Also ja, der halbe Chat tatsächlich, weil es sind zwei Menschen da momentan und einer schreibt's. Na, immerhin. Ja. Bei mir schreiben aber, glaube ich, auch nur vier. Das ist beim Gaming so. Das, ich weiß ja, das ist ja gar nicht schlimm. Ich finde es traurig. Ich finde es jedes Mal saus. Weil ich mir immer denke, so mein Gott, ey, jetzt Gaming ist auch scheiße witzig. Vertraut's mir doch einfach mal. Viele geben Gaming gar keine Zeit. Und damit meine ich jetzt natürlich nicht die Leute, die gerade da sind, sondern die, die immer ganz panisch gehen dann. Ja, weil es halt ganz viele Streamer gibt, die einfach so dann in dem Game verloren sind. Aber du bist auf jeden Fall so eine Gaming-Streamerin. Du quatschst halt die ganze Zeit. Du laberst nur. Ja gut, aber deswegen funktionieren Games bei mir halt dann oft auch nicht, gell? Ja, aber weiß nicht, ich bin auch so, ich laber dann auch die ganze Zeit, aber so macht man das halt dann irgendwie am meisten Spaß. Hm. Also einfach nur zocken und gar nicht auf Chat reagieren, ist für mich dann einfach auch nicht streamen. Also streamen, für mich gehört Chat einfach dazu. Ja, sieht aus, weil könnte ich auch allein zocken. Mhm, genau nämlich. Ja, Draven schreibt gerade, also für die Mods ist Gaming entspannt. Ja, beim Gaming kommt auch, wer soll denn da reinkommen? Die schlimmsten Leute, die du erwarten kannst, wenn du gerade das Spiel spielst, sind die, die dir erzählen, dass du scheiße spielst. Also, ist so. Alles andere findet eher in Just Chatting vor allem statt. So, du Schlampe. Hat es möglich, was ich vorher im Stream erzählt habe, von dem Typen, der Twitch verklagen wollte? Was? Ja. Na? Ein Mann aus, ich habe vergessen, woher er war, Alaska, Oklahoma, ich weiß es nicht mehr, hat oder will oder wollte Twitch verklagen auf 25 Millionen Dollar Schadensersatz, weil... Ja, ist eine relativ geringe Summe. Ja, 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 also wir fangen klein an, gell? Ja, okay. Weil er sexsüchtig ist und der arme Mann ständig auf Twitch mit weiblichen Streamern konfrontiert wird. Und er sich dann nicht gegen wehren kann. Als kleine Side-Note stand dann, der Mann folgt 786 weiblichen Streamern und keinem einzigen Mann. Und das ist für ihn klar sexuell alles. Vor allem Zunge rausstrecken, ja. Arme ja. heben, bewegen, mhm. rekeln. Okay. Ist nee. Alles zu sexuell? Ja, aber Arme bewegen, das kann ich schon verstehen. Da werde ich auch jedes Mal ganz scharf. Ja, das ist bei mir auch mal so. Okay, mal hoffentlich bewegt, jetzt hat er seinen Arm bewegt. Verdammt. Holy moly. Holy, hat der seinen Arm. Ja, ist aber schlimm. Also kann ja dann eigentlich nur auf Instagram sein oder auf Twitter oder im Internet. Darf er nur googeln? Verklagt er Google? Muss er dann eigentlich bei dem, was du bei Google alles finden kannst? Ui, 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 ui. Und? Ui. So, wir müssen jetzt einen Fragnetic begrüßen. Fragnetic hat mir gerade geratet. Fragnetic, vielen lieben Dank für den Raid. Hallöchen. Hallo. Ja. Hallo. Ja, ich hab ihn begrüßt. Und er hat dann auch aufgeführt, welche Schäden er erlitten hat dadurch. Und zwar, da er ständig masturbieren muss, tut ihm sein Glied ständig weh. Okay. Durch Flüssigkeiten, die in seinen PC gekommen sind, ging sein PC kaputt und ein Wohnungsbrand wurde ausgelöst. Reden wir von Sperma? Ich weiß nicht, ich gehe schwer von aus. Warum spritzt der in seinen PC? Also, das kann man doch kontrollieren. Hab ich gehört. Sandra, ich bin Kuamo, ich weiß nicht, wie unkontrollierbar das am Ende ist. Einfach Wasserschlauch. So. Ich weiß es ja nicht. Er fordert, dass alle, pass auf, das ist das, was er fordert, 25 Millionen Dollar. Ja. Davon geht das meiste natürlich an ihn. Der Rest soll aufgeteilt werden zwischen allen anderen Twitch Prime Benutzern auf Twitch, die da genauso drunter leiden wie er. Und? Ah, da leiden alle Twitch Prime Benutzer? Alle. Und, okay. Und Twitch Turbo auch. Und? Aber ich leide ja ein bisschen tatsächlich, muss ich schon sagen. Ich habe auch Twitch Prime, ich leide auch extrem. Ja. Und er fordert, dass jede weibliche Streamerin auf dieser Plattform permanent gebannt wird. Ja. Ja, ist aber eigentlich auch die einzig logische Herangehensweise an das Thema eigentlich. Ja, mal wenn ihr Frauen nicht aufhört, immer eure Arme zu heben im Stream. Ist so. Und dann haben die auch noch Brüste. Na. Bah. Also sowas.
Also das ist wirklich eine Frechheit, sowas. Chat, was sagt ihr jetzt dazu? Ja, Jules freut sich schon. Jules schreibt einfach, ja, da kriege ich Anteile, finde ich gut. Na, da haben wir schon einen Befürworter. Okay, Draven möchte gleich alle Männer von Twitch bannen. Warum bannen wir nicht einfach Twitch? Warum bannen wir einfach alle? Und es dürfen nur noch Katzenstreams geben? Ja, das reicht jetzt. Aber die Katzen, gell, die schauen halt auch manchmal so. Ah, manchmal laufen die. Und hin und wieder heben sie die Arme. Mhm. Ah, ist auch gefährlich. Wir brauchen ja ein Tier ohne Arme. Ein Vogel. Habi Performance sagt nichts ohne seinen Anwalt. Ja. Okay. Dann Firebone sollten wir jetzt einfach den Anwalt anrufen. Okay, Firebone. Was hat der Firebone geschrieben? Der Firebone hat geschrieben, nix, mein Glied tut weh. Oh, okay. Ja, Firebone kann ich aber nachvollziehen. Aber bitte pass auf, dass nichts in den PC reingeht. Also es könnte gefährlich werden. Kann kaputt werden, haben wir gelernt. Ja, Wohnungsbrand ist das Schlagwort. Ich masturbiere zu viel, meine Wohnung fängt Flammen. Und Jenny hat geschrieben, deswegen seid ihr ab jetzt der Doni und Sandro ihr Almi. Und dann habe ich gesagt, okay. Das ist wie aus der Szene. Hast du das Leben des Brian gesehen? Bärte für die Damen, damit die eben auch zur Steinigung dürfen. Jetzt gibt es dann Stream-Bärte. Oh, du hast aber heute schon aufgehabt. Ja. Ich habe meinem Chat Vorreiter dieses Trends. Ich habe meinem Chat quasi heute schon gezeigt, was sie demnächst erwarten dürfen auf meinem Kanal. Ja, und ich, damit ich ein bisschen männlicher ausschaue, Dankeschön, ich werde einfach keinen BH mehr anziehen und nur noch weiße T-Shirts anhaben und in den Boxershort da sitzen. Finde ich gut, werde ich gucken, werde ich auf jeden Fall try for you today, wunderschön geworden. Ist hier etwa Vibes-Volk anwesend? So. Hallo Wasteman, servus. Bist du ready? Du sagst, ich bin sowas von ready. Alter, ich nenne den immer Wastmann. Ich höre mir bei anderen Streamern, wie die Namen der Leute eigentlich heißen. Bei mir ist es immer der Wastmann, ja. Bei mir ist das Wasteman. Ich sage immer Wastmann. Aber er hat jetzt zwei N. Also wahrscheinlich heißt der Wastmann. Ich weiß es nicht. Wastmann oder Wasteman? Sag es uns. Corona, Wastmann, haben wir das heißt du Wastmann. Endlich zeigst du mal Brusthaar. Ich habe heute Chat gefragt, wie viele Brusthaare Chat hat. Mein Chat ist sehr behaart. Oha! Geben Sie mir den Codex, dann kriegen Sie sie zurück. Oha, Sandra! Okay, ich bin gerade noch in der Just-Chatting-Szene. Also, I'm going to switch. So! Okay, Chat ist also wieder so weit. Wastmann schreibt, du hast recht, Mutter. Es ist Wastmann, nicht Wasteman. Ich nenne ihn trotzdem Wasteman, denn die werden mir das nicht merken. Wasteman auf Deutsch wäre doch so der. Ja. Der Ver. Ach Gott, wie ist das Wort auf Deutsch? Wasten hast du doch so viel wie. Was soll ich denn? Nicht verbrauchen, sondern. Na. Es ist wasted. Es ist. Dieses. Mir fällt das Wort nicht ein! Man macht etwas viel zu viel und es ist einfach. Verbrauchter Mann! Verbraucht! Mein Gott! Der vergeudete Mann, ja! Ja, oder der Müllmann. Also von beim. Deswegen, wir bleiben einfach bei Wastmann. Ew, was ist denn das schon wieder? Laut Draven kommen wir jetzt ins letzte Kapitel. Ja, und das sagen wir nur Arme, wir zucken das halt nicht durch. Wir zucken das sowas von durch. Ich möchte diese Frau gern töten. Sie nervt mich. Okay. Nein. Die hebt ihre Arme. Hat sie wohl gerade gesagt, sie hat ihre Arme gehoben. Ich muss mein Glied zu heftig reiben. Also doch, der verschwendete Mann. Nicht ohne dich. Ich bin der Markerkiller, klar. Isaac. Ich liebe dich, Isaac. Ich hatte mich von der Welt abgewandt, weil ich Angst davor hatte, was zu tun war. Abby, jetzt habe ich keine Angst mehr. Da drüben ist ein Shuttle. Hier ist ein Zettel. Will, hier ist ein Bild von dir. Achso. Ich dachte auch, er gibt dir das Bild von ihr selbst. Ja, ich habe mir gedacht, oh, sie küssen sich. Verbrauche mich. Mutter. Mein Gott. Wir wissen beide, dass ich nicht heimkehre. Okay. Es ist halt einfach genau das gleiche Ende wie in Dead Space 2. Er schickt sie in Shuttle. Isaac klingt wie Isaac. Jules. Ich hol die Thermoskanne.
Oh nein, sie hat dich weggebumst. Ja, die Thermoskanne hat keinen Bock mehr auf mich. Oh scheiße. Oh shit, Pope in the Wood. Das sieht für mich ganz ehrlich, also wenn ich ehrlich bin, eher jetzt dann nach Bossfight aus und nicht nach wirklichem Kapitel. Okay, Okay, Sandra, ich glaube, wir gehen jetzt in den Bossfight rein langsam. Ja, ich bin rot mit Heilung, von Heilung her, aber es wird schon. Ja, es ist gut. Wir müssen sie zurückholen, bevor der Mond sie hat. Ich gehe schon richtig, oder? Ja. Da war gerade ein Schlabberteil. Hast du gesehen? Na, hab's nicht gesehen. Ein blutiges Schlabberteilarm. Ja, gut, dann gehen wir heute runter. Okay. Okay, da lang. Ja, ich bin sehr weit hinter dir, aber... Ist okay. Ich guck schon mal, ob's safe ist. Ja, passt. Sehr gut. Zerfix, Alter! Oh mein, wir sind 1000 Gegner. Oh mein, jetzt bin ich down. Jetzt bin ich down. Was? Wo sind die Gegner? Ich hab mir ein Gegner hat mich gehittet. Bei mir? Jetzt bin ich direkt down. Steh ganz auf, Frau Sandra! Wohin vorher wäre es? Ja, klar! Ich bin wieder da unten. Mein Vater ist gestorben. Ja. Woran ist denn jetzt meiner gestorben? Ich brauche vielleicht ein bisschen Heilung. Heilung brauche ich. Ja, ich habe auch keine mehr. Woran ist denn jetzt meiner gestorben? Altersschwäche oder was? Gib mir das. Wenn du dich mal unbedeutend fühlst, denk dran. Manchmal machen auch kleine Dinge einen großen Unterschied. Etwa Motten für Fallschirmspringer. Etwa was? Motten für Fallschirmspringer. Vielen lieben Dank. Schon wieder! Na, Sandra, wo bist du? Wir müssen schneller vorwärts gehen. Hinter uns wird alles vernichtet. Ich glaube, daran lag's. Ja, okay. Dankeschön, Rob. Vielen Dank. Los, Sandra! Ah, mein Kabel! Lauf mir jetzt! Ah, die sterben eben. Nein, die sterben eben. Ich werde mich nur noch rollen. Die Scheißdinger. Ich fürchte, wir müssen hier schnell machen. Oh mein Gott. Hinter uns. Hinter dir. Müssen wir weiter? Wir müssen weiter. Komm, komm, komm. Nein, das ist Scheiße, wir können nicht. Fuck. Nein, das, weil du das Teil ist. Achso, das Ding. So, jetzt. Okay. Okay, wir haben es gleich geschafft. Wir haben es gleich geschafft. Es ist so close. Oh mein Gott, es ist so close. First try. Gottes Willen. Drüber? Drunter? Mitte durch? Wohin? Drüber, bin nicht sicher, da kommt ein Stein! Da kommt ein Stein! Einfach mal straight rein! Ich glaube, wir müssen stasinisieren, oder? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich. Kann ich überhaupt stasinisieren hier? Nein, kann ich nicht. Wir müssen links an dem vorbei. Okay, dann müssen wir durch. Das Tier, das ignoriere ich einfach tatsächlich.
Oder ich bin gehittet worden. Oh, shit, der Pop in der Wut, ich wurde wieder gehittet. Ah, ich bin down. Bist du auch down? Nein, ich glaube nicht, aber. Oh, meine andere Waffe. Shit. Nein, ich konnte die andere Waffe jetzt nicht aus. Okay. Links, rechts, Mitte, durch. So, jetzt. Auf. Ich bin sowas für ready. Ah, da war ich schon spät. Na, warte. Okay. Da vorbei. Rechts. Mitte durch. Nach unten. Rechts. Die schießen ja auf mich. Was ist passiert? Ich bin gestorben. Das ist so, aber dann tragisch. Jetzt dann. First Track. Ja. Fuck, falsche Waffe. Verdammt, sorry, ich wollte nach links rüber und ihn abschießen, aber da war ein Stein. Oh mein Gott, einfach first try. Sag mir schon mal, try. Trocken, ja, so alt sind wir noch gar nicht. Calm the fuck on. Schießen noch nicht fertig. Das sind voll scheiße, die Viecher, Alter. Die sind voll scheiße, die Viecher, Alter. Was zur Hölle? Die sind super beschissen, die scheiß Viecher. Die musst du viermal treffen. Einmal am Kopf und jeweils an einem Bein. Wie willst du das machen in der kurzen Zeit, hey? Außerdem kann man nicht zielen. Schau du so eins aus. Nein, man kann nicht zielen. Ich muss das mit dem Fliegen machen. Das ist voll der Scheiß. Du kannst mit Feuerwerfer durch. Na, dazu muss ich zu nah ran. Hab ich vorher probiert. Scheiße, ich habe immer noch einen Flammenwerfer. Fuck, ich habe die falsche Waffe ausgewählt. Was war denn das? Das Luftauslass. Hast du einen Elefanten zu besuchen? Sir Benjamin! Ja, so hat es gerade geklungen. Hallo Trommel-Thorsten! Hallo! Dankeschön für den Raid, Leute! Hi! Ich spiel gerade mit Daidoni! Geld bis 3, Runde von der Lore! Und die Doni ist gestorben! Wir kommen nicht, und dann, ich komm nicht unter dem letzten durch, Alter! Ich krieg die nicht so schnell abgeschossen! Ich versuch das mal mit dem Flammenwerfer und geh näher ran! Ja! Du schießt von weitem und ich warte, bis wir dran sind. Und dann mach ich noch den Flammenwerfer und gib ihm den Rest. Yes. Okay, der ist weg, oder? Nee, aber dann können wir... Den konnte ich ignorieren, der tut mir nichts. Scheiße, jetzt bin ich auf jeden Fall. Das war jetzt... Ich bin leider... Habe ich mit der Koordination... Ja, da gibt's aber so kleine... Ist aber dumm, aber du oben kriegst mir doch unten und so. Okay, Sandra. Wir bleiben bei dem Plan. Du schießt von weiter weg und ich warte, bis wir dran sind mit dem Flammenwerfer. Ei. Der ist direkt da angegangen, Alter. Ich erwisch die nicht, wenn ich so nah dran bin. Das ist voll der Scheiß. Ich bin schon wieder zu schnell nach links gegangen. Zerfick's noch einmal! Oh Gott, kannst aber noch schon mal. Nochmal! Los jetzt! Ich
Egal, wir sind durch, wir sind durch. We got it, we got... Wo müssen wir hin? Ich weiß es nicht. Dahin wahrscheinlich. Okay, also wir haben es geschafft, oder? Ich weiß es nicht. Da kommt nur Ding. Noch einmal. Okay. Okay, aber wir dürfen da. Na, fuck. Ich dachte, wir dürfen da vorne starten. Gut, aber das ist ein guter Plan. Du schießt von weitem, ich mach Flammenwerfer. Ja. Das ist ein fantastischer Plan. Manche würden sagen, ich bin weg. Was ist passiert? Ich hab keinen Plan. Da war nicht mal ein Monster irgendwo in der Nähe. Das ist nicht schlimm, Sandra. Kurzes Getränk und jetzt los. Jetzt aber. Waffe frisch geölt und voll mit Munition. Voll mit Benzin. Wir haben's! Ja! Bam, 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 bam! Nice! Richtig, cool! Einfach First Try Chat, mein Gott! Oh nein, ich hab die falsche Waffe dafür. Na, das ist die Schildkröte! Verpiss dich, Junge! Weiß ich nicht, warum sind wir denn jetzt einfach auseinandergefallen, spontan? Bist du hart in den Arm gefallen? Ja. Einfach so? Ja. What? Why? Jetzt fliegt mein Loot weg. Spinnt der? So. Wie, der fliegt weg? Ja, wir sind einfach weggeflogen. So. Okay, die Tentakeln machst du. Ich habe die falsche Waffe dafür. Ich habe auch nur die Shotgun. Das bringt ja nicht viel. Bye. Und jetzt? Doch, ah, die da rechts! Ja,
Ich hab ein Bein! Ich hatte ein Bein dabei! Nein, jetzt bin ich schon wieder so eine Hand gefallen. Ich auch, ich glaube, wir sind zu langsam. Ich glaube, wir müssen schneller gehen. Also es ist ein Nähtverhalten, einfach nur setzen. Doch, schon, aber wir müssen uns weiter vorwärts bewegen. Verstehst? Ja. Mein Gott, dass die uns immer wieder von ganz vorn anfangen lassen, hey. Ohne Scheiß. So, wir reloaden. Support. Wizard! Ah, wir sind da. Hey, hey! Fuck, fuck! Ich hab den Superbot in der Hand. Da ist jetzt noch immer ein Superbot in der Hand. Mein Gott! Sandra, komm, da hinten ist die Wand. Okay, ich hab's gesehen, da hinten kommt eine rote Wand und die tötet uns, wenn wir zu lange stehen bleiben. Deswegen weiter. Es kommt eine rote Wand? Ja. Ah. Ah, okay, I see. Deswegen, so, immer los. Vorwärts, immer vorwärts, immer vorwärts. So, du machst die Tentakel, ich mach die Viecher, die kommen. Geschafft, oder? Ich weiß es nee, nicht. Aber nur weiter. Ja, ich doch, doch, ich glaube schon, hier ist eine Bank. Okay, jo. Ist cool. Jo. Gute ja, Nacht. Schlaf gut, Alex. Schlaf gut. Gute Nacht. Junge. Mein Gott. Fahren wir schon wieder keine Heilung her. Stimmt, das ist doch doof. Ich hab noch gar nicht geschaut, ob ich das kann. Warte, ich schaue, ob ich ein bisschen. Ich habe noch nicht geguckt. Ich habe meine Waffe gerade ein bisschen aufgebessert. Ich gucke, ob ich ein bisschen Heilung herstellen kann. Weil Heilung ist gerade Mangelware. Ich kann nicht immer Heilung. Also craften. Okay. Ich konnte eine kleine Heilung herstellen. Geil. Damit sind wir safe, Chat. Was soll schief gehen? Weit weg, komm her. So, ich schau mir mal die anderen Anzüge an und ob beim Rick was geht. Ja. Nein. 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 Dankeschön. Dankeschön, Merlin. Einfach alles first dry, ja, vor allem dry. Scarf, Anzug. Okay, erhöhter physischer Schutz.
Eliteanzug, arktischer Anzug. Ich ziehe jetzt den Eliteanzug an. Alex, warum? War das aus Versehen? MacBook, wunderschön, war aus Versehen oder was passiert? Sorry. Hast du gerade Merlin aus Versehen gebannt? Wie kann man jemanden aus Versehen bannen? Alter. Oha. Merlin hat hier also 100 Bits reingespendet. Direkt bannen! Angeblich. Man hat das doch nicht mit Absicht. Ja, entschuldige dich gefälligst. Meine Mods. Bannen deine Mods auch manchmal aus Versehen? Sandra? Ups, sorry, war gemutet. Ja, meine Mods bannen regelmäßig aus Versehen irgendwelche Menschen. Das ist ganz normal. Heidi, Sophia, wunderschönen guten Morgen. Für Bits gibt's Bann, merke ich das. Merlin, hast du gemerkt, wer dich einfach gebannt hat? Die Mods müssen die Streamer klein halten, schreibt Memmod zum Beispiel gerade. Hallo Jackson, wunderschönen guten Morgen. Was hast du gesagt? Memmod schreibt gerade, die Mods müssen den Streamer klein halten. Also das ist so, das muss man machen. Mir sind hier zu viele Leute im Chat, ich bann die raus! Ja. Ach Gott, kannst du nur erinnern? Wahrscheinlich schon. Aus Prinzip! Weg damit. Alex möchte mich Streamer nur für sich alleine haben. Okay, aber neue Waffe, glaube ich. Okay. Bin mir nicht ganz sicher. Nee, absolut keine. Aber nur, ja, keine Ahnung. An anderen. Mehr Schaden, glaube ich, konnte jetzt. Was ich tatsächlich ein bisschen blöd finde, ist, dass wir nur 2 Slots für Waffen haben. Warum kann ich keine 3 Waffen tragen? Ja, weil wir den komischen, coolen Sucherbot haben. Dann ja, ich will aber, ich würde, wenn ich jetzt auswählen könnte, würde ich jetzt gerne anstatt dem coolen Sucherbot einfach eine andere Waffe nehmen. Ja. Weil das ist schon echt scheiße. So. Toni, hast du jetzt eigentlich deinen Anzug aufgebessert? Ich habe den, nein, habe ich nicht. Ist alles wie vorher. Okay. Gegen nichts. Nö. Okay, dann let's go! Yo! Oh mein Gott. Oh Gott, ich sehe schon so viele First Tries auf uns vorzukommen, Alter. Oh mein Gott! Was? Junge. Das ist eine Riesenpupiatze! Rein in die... Doch, ich bin doch tot. Wieso bist du denn jetzt gestorben? Ja, da war so ein fettes Megateil und da bin ich einfach reingeflogen, weil man einfach dachte, wow, hey, große Teile. So, jetzt aber. First try, Sandra. First try. Yeah! Junge, Junge, Junge! Oh mein Gott, war das knapp! Holy was, shit! Die müssen dann... Wow! 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 Oh mein Gott, was? Alter, wir müssen da einfach immer durch die ganzen Löcher. Okay, schon wieder oder was? Ich glaub schon, oh Gott, Sandra, oh, 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 oh mein Gott, oh mein fucking Gott. Jetzt wird's auch ein bisschen eng da. Wie, oh mein, was? Ich kann nicht mehr lenken. Okay, wir sind. Ich glaube, wir sind beim Endgegner angekommen. Es ist ein Fisch! Drei Augen? Oh mein Gott, jetzt müssen wir erstmal raus. Das ist doch ein Fisch, Alter.
so ein Laternenfisch. Was ist das? Und wie eklig kann man klingen? Okay, Sandra, ich habe keine Ahnung. Wie sollen wir das Ding killen? Dafür reicht nicht mal die Munition der gesamten Welt. Dann müssen wir uns was einfallen lassen. Um uns herum fliegen Marker. Wir können diese TK-Platte nehmen und sie als Waffe werfen. Kann ich? Warte mal, warte mal. Was soll ich nehmen? TK? Was? Wovon wollt ihr die Dinge oder diese? Ah. Oh nein. Da waren so kleine Spieße. Oh, Sandra. Wir müssen auf Platz oben stehen, dann nehmen wir uns den Spieß. Und dann brauche ich ein großes Auge. Warte, ich glaube, der dreht sich. Vorsicht, das Vieh wirft Felsbrocken auf uns. Ja, ich sehe. Oh, Tentakel! Auf den Boden achten, der bricht zusammen.
muss reloaden. Ich lade. Reload. Apropos First Try, Alter, meine Augen sind so trocken. Ich glaube, wir müssen das jetzt mit Stase da rausreißen. Der Insel, auf der die Maschine ist. Der Codex ist darin. Ich kann es nicht erreichen. Warten Sie. Ich stelle mich auf die TK-Platte und versuche es rüberzuziehen. Beeilen Sie sich, bevor sich das Ding erholt hat. Wo soll ich es noch rüberziehen? Wo soll ich es hinziehen? Ich habe es hergezogen. War es das? Ah, wir beide. Okay. Oh, mein linkes Auge tränt. Raus aus deinem Leibe! Reiß es auf! Mein Auge trennt! Opa! Blutbad! Boah. Mir schüttelt's richtig, ist zu ekelhaft. Boah, Alter. Okay. Was muss ich machen? Da bricht schon wieder alles zusammen, oder? Ja, ich finde keinen Weg gerade. Ich finde gerade keinen Weg. Was soll ich tun? Das muss man wahrscheinlich. Das muss man nicht. Scheiße, da bricht jetzt alles zusammen. Wir werden jetzt sterben, weil wir nicht rausfinden, wo wir hin müssen. Junge! Ja. Aber da war doch so ein blaues Teil. Ja, ich habe die ganze Zeit drauf gezielt, aber da hat nichts funktioniert. Ja. So, nochmal rausziehen, das Ding. Isaac, wir müssen zu der Insel, auf der die Maschine ist. Der Codex ist darin. Pause kurz. Moment, mein Gott, warte kurz. Mein Gott, Donald. Was? Mein. Was ist passiert? Ja? Ich hab gar. Nee, ich will es gar nicht sagen. Es ist mir wirklich unangenehm. Was ist passiert? Ja, ich habe ganze Zeit, also ich habe ja zum Streamen benutze ich ein Mikrofon, ein ordentliches und in ihr. Und wenn ich so ganz normal vom PC sitze, dann habe ich halt einfach mein normales Headset. Mhm. Und dieses Headset war so laut eingestellt, dass ich die ganze Zeit selbst gehört habe und das, was du gehört hast, anscheinend alles über diese Kopfhörer nur gelaufen ist, zusätzlich. Also die Kopfhörer lagen irgendwo und es war so laut, dass du es dauernd doppelt gehört hast und nicht gefragt hast, warum du mich doppelt hörst. Okay! Ja. Und das, das fällt dir jetzt ein, wo wir einen Endgegner machen. Ja, und ich finde es auch wunderschön, dass ich einfach 3 Stunden oder so das nicht bemerkt habe.
Na, dann ist jetzt wenigstens geklärt, warum du mich die ganze Zeit doppelt gehört hast. Ja, es war definitiv May. Es war definitiv May Schuld. Es tut mir leid, falls ihr die jemals beschuldigt haben sollte. Das ist in Ordnung. Ich kann damit umgehen. Danke. Okay, gut. Dann können wir jetzt den Endgegner machen. Ja, wenn wir jetzt rausfinden, cool, was wir machen müssen. Ja, das schaffen wir. Gut. Ich kann's nicht erreichen. Ja, du musst noch. Warten Sie. Ich stelle mich auf die TK-Platte und versuche es rüberzuziehen. Beeilen Sie sich, bevor sich das Ding erholt hat. Was machen müssen wir beide vielleicht jetzt auch das Ding stasinisieren? Versuch mal beide. Nein! Ich check es nicht! Wo ist da was? Ich weiß es nicht! Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber ich habe irgendwas getan. Ja, wir haben es geschafft. Oder? Also du? Ja, ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Wir haben auf einmal beide rote Anzüge an. Was jetzt? Cool. Hast dich schnell umgezogen. Also kein Scheiß, ja, wir mussten, glaube ich, nur näher rangehen, Leute. Okay, wow. Ja, wir sind halt die Rätsel-Queens, gell? Das war für uns ein bisschen zu anspruchslos. Deswegen sind wir nicht direkt draufgekommen. Die ist wirklich so. Ich frag mich, ob wir es jetzt schon haben oder ob noch was kommt. Ja, aber fürs kommt noch was? Ich möchte nicht, dass es schon aufhört. Ja, aber der sah schon aus wie ein Gegner, der Typ. Kitschig. Ich kotz mir an. Jetzt, Mai, lass doch mal Gefühle zu, du Stein. Nein. Ich hoffe, er stirbt. Danke, Gysi. Und einen schönen guten Morgen. Sandra? Ja, bitte? Wir sind fertig. Nee. Doch. Ich glaube, wir sind fertig, weil jetzt wird schon in meinem Chat geschrieben, unbedingt Abspann komplett anschauen. Das ist wichtig. Okay. Chat, wir müssen das anschauen. Okay, gut. Ja. Aber haltet euch noch zurück mit den GGs. Erst wenn wirklich Abspann kommt, dann bitte. Ein Feuerwerk des GGs. Isaac, bist du da? Komm. Ellie, geh zum Neurologen. Deine eine Pupille ist größer als die andere. Mutter Raptor, wunderschön geboren. Das Markersignal. Es ist auch weg. Isaac, du hast es geschafft. Du hast es tatsächlich geschafft. Oh, Isaac! Koordinaten der Erde bestätigt. Schockantrieb aktiviert. Cool, cool, cool. Jetzt fliegt die erst los, oder was? Ja. Wohl bevor es uns hilft, ne? Mit ihrem fetten Raumschiff, mit die Schießteile. Nein! Gunnar Wright als Isaac Clarke. Ich glaube, jetzt kommt der Abspann. Chat, wir haben's durchgespielt! Woo! Finale! Wow! Kantale! Da müssen wir uns das jetzt ganz anschauen. Ja, wir sollen es unbedingt ganz anschauen. Chat, somit habe ich Teil Nummer 3 mit Sandra gemeinsam durchgespielt, was auch bedeutet, dass ich jeden Dead Space Teil gespielt habe in diesem Stream. Jeden. Das nice. Heißt, dieses Jahr kommt Dead Space 1 nochmal neu raus in geiler neuer Grafik. Nice.
Christian Steif, wunderschönen guten Morgen. Also wir müssen unbedingt den Abspann gucken. Unbedingt. Alles. Okay. Ja. Na gut, dann. Lied gehen seiner Gameplay. Echt, der neue Dead Space, also das Remake vom 1er soll auch in Koop sein. Sandra. Oh. Warte, ich google das. Ja, auf jeden das. Fall. Lass machen. Ich google das. Warte mal. Das wird nämlich Remake vom 1er. Der 1er ist eh der Beste, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. So. Dead Space Remake kommt dieses Jahr. Ich schau mal, ob da irgendwo steht, wann es genau kommt. Das ist gruselig dran, oder? Dead Space 1 war ja, gruselig. Ja, der erste ist noch Horror, ja. Ende 2022. Ach, fickt's euch doch. Ach, come on. Ja, aber bist du mit Outlast durch? Stimmt auch wieder. Wie lange dauert eigentlich jetzt so ein Outro, so ein Ding? Meistens 5 bis 8 Minuten. 5 bis 8 Minuten? Naja, dann. Lord's Babel, das kann ich aufgeben, das kriege ich nicht mehr durchgespielt. So nice. Was habt ihr denn gestern für einen Film geschaut, Toni? Escape Room 1 und Escape Room 2 haben wir angeschaut. Oha. Kenn ich gar nicht. Der erste war eigentlich ganz cool. Ja, ist ganz cool. Das Setting hat mir sehr gut gefallen, aber der zweite war ein bisschen zu übertrieben, meiner Meinung nach. Okay. Auf Prime? Oder? Was? Also auf Amazon? Wir haben den irgendwo gekauft. Ich weiß gar nicht, wo. Alex, wo haben wir denn Escape Room angeguckt? Ja, lies halt mal. Brett Martin, Ashot Melkomov, Jim Moore, Patrick O'Keefe, Dan Seners, Audio, Jay White, Sounddesign, Andrew Boyd, Josef Conchoa, Michael Casely, Geoff, mein Gott. Chaos, mein Gott, man kennt ihn. Ach, Outlast Trials wird nur allein oder zu viert spielbar sein. Oha, da brauchen wir noch ein paar Mitspieler. Aber bei Join haben wir Escape Room angeschaut. Wo? Join. Join? Ja. Du hast auch so einen Anbieter. Ein Anbieter. Ja. Ja, dann wird das aber wahrscheinlich so ein Dead by Daylight-Ding sein, oder? Ich hoffe nicht. Aber damit würden sie Outlast komplett kaputt machen. Nix gegen Dead by Daylight, aber es wird halt alles irgendwann echt langweilig. Ich hab Dead by Daylight auch nicht gezockt irgendwie. Ja, Dead by Daylight geht schon klar, aber es gibt halt Leute, die sind halt so mega krasse Schwitzer in dem Spiel. So. Es macht mal Spaß, aber ich könnte das nicht permanent spielen. Was gibt's denn noch für Horror-Games? Weiß ich nicht, müssen wir mal gucken. Aber bitte noch 200 eurer Sorte. Ja. Mann, wie gemein das einfach ist, dass man den ganzen Abspann ziehen muss. Ja, mei. Ist immer so. Sieht aber so aus. Es wird wirklich ein Dead by Daylight-Klon. Fickt euch doch, ehrlich. Was ist das für eine Scheiße, Mann? Outlast ist ein mega geiles Spiel. Wie können sie das so kaputt machen? Machen sie es jetzt wirklich so wie Dead by Daylight? Weiß ich nicht, ein paar behaupten es gerade. Achso, okay. Ein Kack-Multiplayer-Online-Scheiß. Ach, fickt's euch doch. Mensch, jetzt macht doch fertig. Was ist unglaublich, wie viele Leute da immer mitarbeiten, gell? Ach, ist so. Schrecklich, was meinst du, musst du da bezahlen alleine an Geld für die Mitarbeiter, Alter? Ja, und vor allem, also warum muss man das immer in einer Linie machen? Warum kann man da nicht 6 Spalten machen, dann wäre das innerhalb von 6 von der Zeit einfach fertig. A Way Out habe ich mit Alex gespielt, Kupfermünze, aber das ist schon relativ lang her. Also A Way Out würde ich mit dir nochmal spielen. A Way Out? Ja, da brechen wir beide aus dem Gefängnis aus. Oh, das kenne ich gar nicht. Bei mir schreibt gerade Dirty Dying Light. Ja, und was schreibt er? Ja, wir müssen Dying Light gemeinsam spielen. Ach so, ich dachte, das ist sein Name. Dying Light. Ich dachte, das ist dies. Death Dying Light. Ich
dachte, das ist der Name des Users. Ich schaue jetzt mal, was Dying Light ist. Habe ich das nicht schon gespürt? Ich glaube, das habe ich schon gespürt. Ich fand es bei Dying Light nicht gar nicht. Warte mal. Aber es ist auch so ein Horror-Game anscheinend. Ist Dying Light ein Horror-Game? Ja, Zombie halt. Zombie-Spiel. Ich guck jetzt das und ich guck nur hier, weil ich kann mein PC nicht schauen. Ich schaue gerade am Handy. Survival Horror Video Game developed by Dying Light erscheint in Deutschland für die Switch und der Rest ist überall indiziert in Deutschland. Seid ihr sicher, dass wir das streamen sollen? Gibt's die Kategorie auf Twitch? Dann darf man. Dying Light ist ein Open World Parkour Game mit Zombies. Mm. Guck mal, hier steht sogar schon überall, ist Dying Light überhaupt in Deutschland erlaubt? Was für ein Game ist das? Sicher, warum sollte das erlaubt sein? Kann man es kaufen auf Steam? Ja, ja, aber die Frage ist, ob wir streamen dürfen. Es gibt ein paar Spiele, die darfst du auf Twitch nicht streamen. Spiele, die zum Beispiel indiziert wurden, auch in Deutschland, dürfen nicht gespielt werden auf Twitch. Okay. In Österreich darf man anscheinend. Okay, nein, ich darf es nicht. Oh mein Gott, okay. Ich darf es nicht streamen und du schon! Dying Light darf man als Deutscher nicht streamen, aber Österreich oder Schweizer darfst alles. Ja, wann endlich nach Österreich ziehen? Junge! Alter, ey, ich schwör bei Gott, ich komme einfach das Wochenende zu dir nach Hause und dann zocken wir Dying Light durch. Los geht's, Alter. Ich hab einen Gaming-Sessel. Wochenend-Party bei Sandra, damit ich Dying Light spielen darf. Gaming-Event, Alter. So zu Ostern, einfach mehr Zombies metzen. Voll geil. Ja, einfach LAN-Party mit Sandra. Das Wochenende übergehe ich zu Sandra, dann übernachte ich da und dann streamen wir einfach jeden Tag Dying Light. Oh. Aber das Ding ist, ich dürfte das nicht mal streamen, weil mein Kanal ein deutscher Kanal ist. Das dürftest du streamen. Dürft ihr das dann streamen überhaupt? Wenn das bei dir in Österreich erlaubt ist, dann dürftest du auch das Spiel, glaube ich, streamen. Also hier ist es nicht erlaubt. Komplett komisch. Ja. Gibt so einige Kretschi Spiele. Kretschi schreibt gerade, weil Zombie-Kinder drinnen sind und das fand die USK zu schlimm. Zombie-Kinder sind nicht in Ordnung. Ist zu schrecklich für Deutschland. Okay, kommt bei der zweite Teil des Spiels, vielleicht wird der in Deutschland nicht indiziert. Also ist der erste auf jeden Fall indiziert. Gut, dann kann ich ihn nicht streamen. Tut mir leid. Können wir nicht machen. Darf ich nicht. Scheiße. Tja. Okay. Dann bei Sandra demnächst Dying Light. Na, aber das Problem haben wir öfters bei Spielen. Es gibt einige Spiele, die man sich hier in Deutschland aus Österreich bestellt, weil es die bei uns in Deutschland nicht gibt. Ja, aber dass das nur immer so ist. Also ich kann mich damals erinnern, bei Black Ops 1 etc., wie bei Kino der Toten, wie die ganzen Hakenkreuze etc. entfernt werden haben müssen. Ja. Und dann ist es irgendwann im Index gelandet. Aber dass das einfach nur immer so ist. Bei den ganzen Call of Duty-Teilen früher war das immer so. Na, also es ist jetzt nicht mehr so viele, aber es gibt schon noch Spiele, die holt man sich aus Österreich, weil es die bei uns nicht in Uncut gibt. Ist auch bei Filmen immer noch so. Die Österreicher, also ihr seid anscheinend ein bisschen liberaler als wir. Ja, wir sind einfach ein bisschen wütend. Ja, man müsste im Regelwerk gucken, aber soweit ich weiß, wenn Dying Light so indiziert ist, dass es noch nicht mal in Deutschland verkauft werden darf, dann werde ich es safe nicht streamen dürfen von Deutschland aus. Safe nicht. Ich meine, es gibt ein Spiel und das habe ich nie. Das heißt Genital Used, ich bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht. Da bist du eigentlich nur ein gemalter Penis, der durch so. Das ist so, ja, wie so ein Flappy Bird. Du bist so ein gemalter Pimmel und fliegst halt durch so gemalte Mumus durch. Das darfst du auf Twitch nicht spielen, sonst wirst du gebannt. Holy shit! Und es ist halt wirklich total Pimmel, oder? Total, es ist halt wirklich total lächerlich gemalt. Eigentlich sind es nur Wolken in der Form. Oh wow. Darfst du nicht! Kanal direkt weg! Es gibt so eine Liste. Es gibt so eine Liste im Internet. Kannst du gucken, welche Spiele aktuell nicht erlaubt sind auf Twitch. Ja, schreibt da gerade Black Hurricane, schreibt das auf Twitch, gibt's eine Liste. Okay, das habe ich gar nicht gewusst. Genau, da Prohibited Games. Bei Larry zum Beispiel war es so ein. Bei Larry, glaube ich, du darfst von allen neuen Larry-Teilen einen nicht streamen. Es ist halt so ein. Also bei Larry bist du halt immer hart an der Grenze bei Larry Leffert. Was ist Larry? Ach, Alter, du kennst Larry Leffer nicht? Nee. Sandra, wenn du mal wirklich in deinem Stream ein super geiles Point-and-Click-Adventure mit versautem Hintergrund, also wirklich versautem Hintergrund spielen möchtest, spiel Larry, Mann.
Larry ist mega. Du bist, als Larry bist du ein Mitte-40-jähriger, relativ haarloser Typ, der nichts anderes möchte, als jede Frau, die er begegnet, rumzubekommen. Aber du bist halt ein absoluter Idiot. So wie Chad. So. Chad, nehmt euch das nicht zu Herzen, ihr seid wunderschön. Sandra spricht wahrscheinlich nur von ihrem Chad. Chad, ich liebe euch alle. Boah, Sandra, mein Chat ist empört gerade. Marie. Ach komm, der Joke ist einfach zu mir gelegen. Das geht nicht anders. Frechheit, echt. Chat, Sandra hat nur von ihrem Chat gesprochen, oder Sandra? Ja. Ja, ja, nicht ihr seid stattliche, langhaarige Elfen. Mo schreibt gerade, ich wechsle jetzt in Sandras Chat zum Ranten. Jetzt reicht's. Ja, rein da alle bei mir. Einfach mal beleidigen. So, ich glaube, wir haben den Abspann jetzt geschafft. Ja, ich glaube, wir haben es jetzt. Wow, wir haben das wirklich gekippt. Wie lange war das jetzt? Länger als die Spielzeit. Ist echt so. Wehe, da passiert nichts. Wehe, Chat, ich hab's getrollt. Ja, dann ist Draven es gewesen. Draven hat gesagt, wir sollen warten. Okay, Draven. Ist diese ganze Konversation... Oh. Okay. Ellie. Ellie.